Ihr hört Schmerz, der Podcast. Dann dachte ich, wir machen halt sowas Pflege und Schmerz. Das wäre so meine ganz grobe Überschrift. Ja, gerne. Ja. Gerne. Ist ja auch einer meiner Hauptthemen ja auch. Egal, welche Pflegekraft du hast und wo sie arbeitet, es ist immer eins der Hauptthemen, oder? Ja, ist ja 90% eigentlich, ne? Ist fast jede Station, wo du draufkommst, irgendein Schmerzkandidat, gerade auch im gehobenen Alter, ne? Das ist nicht ungewöhnlich. Schmerz ist das, was die Betroffenen darunter verstehen. Und er liegt immer dort und dann vor, wenn ihn die Betroffenen spüren. Schmerz ist individuell und betrifft jeden Menschen. Ob als Warnung des Körpers, jahrelange Erkrankung, Zeichen von Überlastung oder Folge eines Traumas. Genauso ist die Schmerztherapie individuell. Und um die Schmerzen und ihre Therapie, darum geht's in Schmerz, der Podcast. Und ich bin Nils Vommelsdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerz, der Podcast. Ihr seht es vielleicht schon an eurem Podcast-Player, diese Folge hat deutliche Überlänge. Ich habe mich zu diesem Interview mit Tim Reinhold verabredet und wir haben wirklich sehr, sehr lange telefoniert, sodass ich am Schluss ungefähr 2 Stunden Material auf meiner Festplatte hatte. Ich habe versucht zu kürzen, wo es ging, aber die Themen waren wirklich zu interessant, die Ausführung zu spannend zu hören, finde ich und ihr vielleicht auch. Und ich habe mir erlaubt, ein paar Erläuterungen dazwischen zu sprechen, damit auch Menschen, die sich im Pflegebusiness nicht so gut auskennen, verstehen, worum es geht. Also ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch über die Pflegeausbildung, die verschiedenen Professionen, die es dort gibt, über die Zusammenarbeit mit den ärztlichen KollegInnen und über unsere Aufgaben, was sie derzeit sind und wie sie sich vielleicht entwickeln können. Viel Vergnügen. Tim, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, ein bisschen mit mir ins Gespräch zu kommen, denn wir sind ja beide aus der Pflege und arbeiten, sagen wir mal, für die Pflege, also sind im Weiterbildungsbereich, Ausbildungsbereich, also in der Wissensvermittlung tätig, würde ich mal so grob umreißen, oder? Absolut, ja, vielen Dank für die Einladung, ja, bin dem natürlich gerne gefolgt, ja, und ja, freue mich, mit dir ein bisschen ins Gespräch zu kommen darüber, ja, um mal auch vielleicht ein bisschen Wissen auszutauschen auch, ne, sind ja doch ein bisschen andere Eckpunkte, die wir beide haben, ne, und schauen wir doch mal, was bei rumkommt. Ja, sehr schön. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, so was dein Background ist und vor allen Dingen, du hast ja ein eigenes Weiterbildungs-, ich nenne es mal Institut, das klingt immer so sehr komisch, als würdest du irgendwas da untersuchen wissenschaftlich, aber genau, das ist eine, du bildest weiter und du hast ja auch so eine ganz große Anhängerschaft mittlerweile auf Facebook. Also da hast du halt auch sehr viele Menschen, die dir da folgen und die vor allen Dingen dein hochfrequenten Postings folgen, die aber immer sehr lesenswert und sehr fundiert sind und wirklich viel Wissen, glaube ich, für viele Leute in so kleinen Portionen, in kleinen Häppchen ganz gut transportieren. Ja, genau. Ja, wer bin ich eigentlich? Ja, bin der eigentlich 0815-Typ. Ja, habe ganz früher mal eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht, beziehungsweise Einzelhandelskaufmann im Rahmen Mediamarkt. Kann ich ja nur sagen, ist also Elektrotechnik im Grunde genommen, bin da nie wirklich glücklich mit geworden. Dann kam halt Bundeswehrzeit und man hat sich halt umorientiert. Man war jung, war grün hinter den Ohren, ne? Und irgendwann, weil es halt auch immer so ein bisschen in der Familie war, da wir viele mit Krebserkrankungen halt auch hatten, Pflege war immer so ein Kontaktpunkt. Medizin war sowieso interessant, ja, das ist auch die Serien, die damals kamen, ich sag mal Emergency Room, ja, kennt glaube ich jeder. Und da war natürlich interessant, ja, Arzt werden war nie eine Option, weil ich habe auch kein Abi, ist mehr, wenn ich da auftauche, ich glaube, bin da auch gar nicht der Typ für, da irgendwie ein Medizinstudium durchzuziehen. Aber Pflege ist
ja, eine Herzenssache geworden, ne? Relativ blind dann auch reingestolpert, also ohne groß Vorbereitung oder so, dann auch mich beworben auf verschiedene Stellen, bin dann in der Ausbildung in Bergmannsheil in Bochum gewesen, älteste Unfallkrankenhaus der Welt, das merkt man auch so ein bisschen, ja, also es ist wirklich stark chirurgisch halt auch geprägt, auch wenn verschiedene Fachgebiete wie Neurologie etc. da jetzt auch so mit reinkommen, aber halt auch dieser chirurgische Faktor und halt auch Thema Schmerzmedizin, ja, ganz großes Thema da. Habe meine Ausbildung gemacht, bin 2013 dann raus aus der Geschichte, aus der Ausbildung, bin dann noch 3 Jahre im Haus geblieben und danach fing eigentlich die Reise an. Ja, unzufrieden auch gewesen, da waren auch einige, also im Allgemeinen auch mit mir so ein bisschen unzufrieden, nicht nur mit Station oder so. Ganz tolles Team gehabt, aber trotzdem war halt Zeit, dann doch mal zu gehen. Bin dann im Palliativnetzwerk irgendwie gelandet, ne, mit ein bisschen Rumreisen. Hab dann auch 3 Jahre im Palliativnetz mitgearbeitet, ne, also bin da als Koordinator tätig gewesen. Über 500 Patienten begleitet, auch bis zum ja, bis zum Versterben dann, ne, zusammen mit 2 Kollegen dann noch zu der Zeit. Und ja, dann gab es irgendwann mal so eine Option, einzusteigen im Pflegedienst. Das habe ich auch gemacht. Das ist hier aber so ein bisschen auseinander dividiert, weil meine Kollegin und ich andere Ansichten hatten. Bin dann weiter und habe dann die Dozentenschiene auch gemacht. Bei mir ist halt das Problem, ich habe unheimlich Rückenprobleme. Ne? Habe auch chronische Rückenerkrankungen, Morbus Bechterew dürfte bekannt sein. Und seitdem, ich habe immer wieder Probleme mit dem Laufen. Und das ist natürlich gerade im Ambulanten jetzt nicht so, dass ja, das Nonplusultra, gerade Treppe hoch, Treppe runter, bücken, aufstehen etc. Ne? Ich meine, jeder in der Pflege hat Rückenprobleme und dann noch mit Vorbelastung ist natürlich Mist. Dann als Dozent erstmal rein orientiert und das war so, das ist es. Das machst du, das Ganze. Ja, und da auch entsprechend, dadurch, dass ich halt mich selber auch immer sehr viel fortgebildet habe und auch privat halt Bücher gekauft, sehr, ne, wirklich dann auch nicht nur die Fortbildung genutzt, sondern wirklich mal selber rangegangen, was, wo hast du Bock drauf, was interessiert dich auch, ne? Und ja. Das Ganze hat sich dann in eine eigene Firma umgewandelt, ja, und da hieß es dann irgendwann, ja, lass doch mal eine Facebook-Seite machen, einfach mal für. Einfach für Nüsse, für die Leute, die Interesse dran haben, auch mal für Laien, ne? Seiten gibt's genug. Das Problem ist, es ist immer alles sehr hoch gestochen erklärt, ja. Und dann musst du halt die ganzen Fachbegriffe und so kennen. Und das ist für einen Laien halt auch schwierig. Gerade auch, wenn es dann mal wirklich um Themen geht, die dann auch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Wie erklärt man, ja, Thema Schmerz hier zum Beispiel, dass wir zum Beispiel keinen Schmerz am Körper selber spüren, sondern alles halt nur im Gehirn später abläuft, sondern nur die Sendeleistungen im Grunde über den Körper kommen. Und das in einfache Worte zu packen, das, ja, das ist im Grunde meine Aufgabe, ne? Und das nicht nur für Schmerz, sondern halt auch für sämtliche Themenbereiche. Du hast ja bei dir im, wenn du Fortweiterbildung machst, zu was für Menschen hast du da Kontakt? Also sind das Pflegekräfte, die fertig sind? Sind das Pflegekräfte frisch aus der Ausbildung? Sind das Altgediente? Oder du hast, glaube ich, auch HelferInnen-Ausbildung irgendwie? Genau, unser Primärbereich war immer LG1, LG2. Dann kam der ambulante Pflegeassistent für den Raum NRW dazu. Das sind für den LG1, LG2 brauchst du ja mindestens 1 Jahr Vorerfahrung bis zu diesem Kurs. Du kannst den Kurs auch eher machen. Das ist nicht das Problem, du wirst nur von der Krankenkasse nicht anerkannt. Ne? Und dann kam der ambulante Pflegeassistent. Das ist jetzt der für Quereinsteiger so gesehen oder so ist er repräsentiert worden durch die Krankenkasse. Und das ist für Leute, die aus einem ganz anderen Business kommen, die im ambulanten Dienst tätig sein wollen, die können dann die LG1, LG2 so gesehen sofort machen, plus 140 zusätzliche Stunden dann Ausbildung in Form von pflegerischen Tätigkeiten. Das ist eine ganz rudimentäre Ausbildung. Das ist also nicht irgendwie mit Dreijährigen zu vergleichen, aber es sind halt so Basissachen. Was ist Grundpflege? Ne? Wie versorge ich einen Menschen auch gerecht? Wie mache ich eine richtige Hautpflege? Wie kann ich also Prophylaxen im Grunde mit einbauen? Ne? Was sind Prophylaxen? Wofür sind die überhaupt? Was gegen was kämpfen wir denn da überhaupt an? Ne? Das sind so, also ne, gerade LG1, LG2 und dann der ambulante Pflegeassistent. So, an dieser Stelle schalte ich mich schon mal kurz mit ein, einfach damit alle uns weiter folgen können, die sich mit den Berufsbezeichnungen in der Pflege vielleicht nicht so auskennen.
Die dreijährig ausgebildeten Pflegekräfte, manchmal nennen sie sich auch examinierte Pflegekräfte oder einfach Pflegefachkräfte, da sind den meisten doch einige Berufsbezeichnungen bekannt, wie zum Beispiel die Krankenschwester oder die Altenpflegerin. Bis 2002 waren die Berufsbezeichnungen auch noch so. Das heißt, es gab die Kinderkrankenschwester, den Kinderkrankenpfleger, die Altenpflegerin, den Altenpfleger, die Krankenschwester und den Krankenpfleger. 2002 sind diese abgeschafft worden. Das heißt, wir haben nur noch Pfleger und Pflegerin. Im Jahr 2020 ist die generalistische Ausbildung gestartet. Das heißt, diese drei einzelnen Berufsbezeichnungen gibt es einfach nicht mehr, sondern es handelt sich heutzutage um Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner beziehungsweise einfach nur Pflegefachkräfte, die zusammen 3 Jahre ausgebildet werden und sich danach womöglich spezialisieren. Darüber werden wir noch reden. Tim hat jetzt noch zusätzlich ein paar Begriffe ins Spiel gebracht, bei denen es deutlich komplexer noch einmal wird, als es hier schon komplex sein mag. Denn die Pflegehilfskräfte oder die Pflegeassistenz ist in jedem Bundesland teilweise komplett unterschiedlich geregelt. Generell sind diese Berufsbezeichnungen so nicht geschützt. Das heißt, wir haben, wie Tim sagte, einen Helfer oder eine Pflegefachhelferin. Wir haben zum Beispiel in Hamburg eine Gesundheits- und Pflegeassistentin, manchmal auch einfach nur Pflegehelfer, Familienpflegehelfer, Hauswirtschaftspflegehelfer, huiuiui, da glüht einem wirklich der Kopf. Und das führt zu einem riesigen Chaos bundesweit, weil diese Hilfsberufe oftmals nur in einem Bundesland anerkannt werden und in einem anderen Bundesland plötzlich einen ganz anderen Aufgabenbereich, damit auch eine andere Bezahlung haben. Die LG-Scheine, auf die Tim anspielt, sind leistungsgruppenbezogen. Das heißt, die Krankenkasse sortiert verschiedene Pflegeleistungen in verschiedene Leistungsgruppen. Da wäre zum Beispiel so etwas wie Blutzuckermessung oder Blutdruckmessung, vielleicht die Gabe von Medikamenten. Und für diese verschiedenen Leistungsgruppen können die Hilfs- und Assistenzgruppen Scheine erwerben. Das heißt, sie dürfen diese Leistung dann erbringen. Und diese Leistung kann von einem Pflegedienst oder von einer Langzeitpflegeeinrichtung dann auch abgerechnet werden. Die dürfen dann Unterschriften leisten und es auch rechtssicher durchführen. Aber auch hier unterscheiden sich die Anforderungen der verschiedenen Bundesländer teilweise grundlegend voneinander. Und in manchen Bundesländern dürfen bestimmte Leistungen nur von den dreijährig ausgebildeten Pflegekräften erbracht werden. Ein wunderbares Chaos, das seit Jahren beseitigt werden sollte. Und es war auch immer wieder ein Anspruch der verschiedenen Regierungen, dieses Chaos zu entwirren. Bis heute ist wenig passiert. Dazu kommt noch die Betreuungsassistenz. Gerade in der Langzeitpflege ist es so, dass die Pflegekassen eine Betreuungsassistenz finanzieren, die dann zum Beispiel für Menschen mit demenziellen Erkrankungen Betreuungsangebote macht. Das heißt, Beschäftigungstherapie, Spielen vielleicht, Erinnerungsarbeit, vielleicht auch einfach nur da sein und etwas vorlesen. Und die dann auch teilweise Pflegeleistung erbringen. Also das Berufsbild der Pflege ist in Deutschland einfach sehr uneinheitlich. Und was welcher Mensch genau erbringen darf, wissen wir bis heute nicht. Dann habe ich die verantwortlichen Pflegefachkräfte, also die Führungskräfte für den ambulanten Dienst beziehungsweise auch für die Heimversorgung oder WGs. Wie gesagt, ansonsten eine kleine Pflegeschule, ne, also beziehungsweise Pflegeschule dürfen wir uns ja gar nicht nennen, weil wir ja gar keine Dreijährigen ausbilden, ne, sondern in dem Fall ist es freier Dozent oder als freier Dozent bin ich gemeldet und bild dann im Grunde ja drei verschiedene Gruppen halt aus. Ne. Einmal die frischen Helfer, die also ohne große Vorerfahrung kommen oder nur mit einjähriger Vorerfahrung, aber halt auch einige Altgediente, die schon mehrere Jahre dabei sind und dann auch die Führungsposition in Zukunft in ihren Betrieben ausfüllen sollen. Ja, also wirklich ja eigentlich eine große Gruppe an verschiedensten Leuten, die verschiedenste oder eben auch keine Vorerfahrung mitbringen.
Wie siehst du das denn? Also nehmen wir doch erstmal die Leute, die jetzt frisch reinkommen. Ich denke mal, in diesen ganzen sehr kurzen Ausbildungen wird ja sicher Schmerz so als solitäres Thema gar nicht großartig vorkommen. Aber doch sicher auch im Kontext. Oder wie ist das? Werden die dafür sensibilisiert oder sind die dafür sensibel? Also die meisten sind tatsächlich schon sensibel, ne? Dadurch, dass wir haben wenige, die 18, 19, 20 sind, sondern viele, die so Richtung 30, auch schon 30 überschritten haben. Und da sind natürlich einige auch schon mit Vorerfahrungen dabei, auch teilweise mit Vorerkrankungen. Im Curriculum selber ist für die LG1, LG2 das Thema Schmerz nur sehr rudimentär vorgesehen. Also es ist... Das Schöne ist, ich muss ja nur das Mindestcurriculum haben, ne, und ich kann erweitern, und das haben wir auch getan, weil das Curriculum gibt nicht viel her. Deswegen hier auch ganz klar im zum Beispiel Thema Arzneimittellehre, nicht nur der Umgang mit Arzneimitteln, sondern was bedeutet Schmerz, was sind Schmerzskalen, warum verwende ich die, warum ist es wichtig, auf bestimmte Dosen zu achten. Ne? Da kommt ja auch wieder ein Thema wie zum Beispiel Retardtabletten. Warum dürfen Retard nicht gemörsert werden? Was würde denn passieren, wenn wir ein Schmerzmedikament unretardiert geben? Und was passiert, wenn wir es retardiert geben? Gerade auch Thema Demenz und Schmerz ist ein sehr, sehr breites Thema, weil man geht ja heute davon aus, statistisch, dass 60% der Demenzerkrankten Schmerz haben, ihn aber nicht mehr äußern können. Jedenfalls nicht so, dass sie nach außen gehen und sagen, hey, ich habe Kopfschmerzen, ich brauche mal eine Schmerztablette. Weil ja auch diese Kommunikation, ne? Ich empfinde zwar den Schmerz, aber ich kann ihn nicht äußern, ich kann ihn nicht mehr einordnen. Ne? Dass man hier Schmerzerkennung macht und Leute auch rausfiltert, wo man dann sagt, hör mal, Arzt, ne? Wir bräuchten hier eventuell mal einen Versuch, weil uns ist aufgefallen, Patient ist regelmäßig aggressiv in bestimmten Situationen oder so. Wir haben den Verdacht, hier ist eine Schmerzproblematik. Und dass man dann auch Versuch macht, erstmal mit kleinen Dosen Medikamente und dann verhaltensorientiert sich da so ein bisschen entlanghangelt und schaut, hat das Wirkung? Haben wir eventuell den Nagel auf den Kopf getroffen oder müssen wir eventuell nochmal anderweitig? Und ich versuche schon, meinen Schülern viel davon mitzugeben, weil es halt auch, es ist ja das sogenannte Tagesgeschäft, ne? Leute anzuschauen, einzuschätzen, ja, auch gerade Menschen, die nicht mehr sich selber hundertprozentig äußern können, ne? Die eventuell motorische Probleme haben, ne? Und das einfach nicht mehr in Worte fassen können, ne? Was in ihnen vorgeht. Ne? Und da ist Schmerz natürlich ein elementares Thema. Ne? Ja, oh, das finde ich aber gut zu hören. Also ich, das weiß ich ja wahrscheinlich auch. Wir haben ja bei sämtlichen Hilfs- und Assistenzberufen in der Pflege einen irren Flickenteppich in Deutschland, der ja schon seit Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten behoben gehört und sollte. Und es wird ja auch immer wieder angesprochen, aber es passiert ja nicht viel. Und wir haben jetzt hier in Hamburg, haben wir ja zum Beispiel so eine 2-jährige Gesundheits- und Pflegeassistenz, die auch quasi so niedrigschwellig die Leute reinbringen soll. Ist auch nicht doof. Also ich meine, der Grundgedanke hinter diesem Reinrutschen in die Pflege und dann vielleicht irgendwann eine Vollausbildung machen, ist ja gut, dass du eben auch sagst, dass du diesen Leuten das auch mitgibst, obwohl es ja curricular gar nicht großartig verortet ist. Aber eben genau aus diesem Grund, und so sehe ich es nämlich auch, ich denke, dass gerade diese Berufsgruppe so immens wichtig ist, dass die das wissen. Die müssen nicht in den kleinsten Feinheiten alles in so einer kurzen Ausbildung lernen, aber sie müssen die Basics wissen, weil die Haupterfassung, die machen nun mal diese Menschen. Na, wir sind gar nicht andauernd daneben und gucken über die Schulter, sondern ich brauche die Info, ich brauche das Feedback. Ja. Na, wie steht's da eigentlich gerade? Und vor allem, du hast es ja so, die LG1, LG2, was machen die? Die machen ja nicht nur Blutdruck messen und so, sondern das sind ja auch typischerweise die Berufsgruppen, die am Patienten stehen, die grundpflegerische Versorgung heutzutage leisten und die sich den Körper anschauen, die sich die Hautverhältnisse anschauen. Und gerade die müssen halt diesen Background auch haben, ne? Weil bringt ja nichts, wenn ich einen Patienten auspacke, grundpflegerisch versorge, hinterher wieder einpacke, aber keine Informationen habe. Ne? Und diese Informationen, die müssen ja auch erstmal erlernt werden. Worauf muss ich achten? Ja, was ist denn normal, was ist pathologisch, ne? Was ist noch vertretbar und wo muss ich dann auch wirklich eine schnelle Reaktion mal zeigen? Ne? Gerade dieses wirklich ganz am Anfang einsetzen bei den Leuten, die
viel Berührungspunkte mit den Menschen haben, nah dran sind und oft auch viel länger dran sind, also ja auch lange Etappen, wenn du so eine komplette Mahlzeit anreichen und Mobilisation, Positionierung, diese ganzen Geschichten, das sind ja auch alles Zeit, von der Zeit her sehr lange Tätigkeiten, wo natürlich deutlich mehr beobachtet werden kann. Wir haben das jetzt so, wenn wir in der SAPV da reinkommen, dann haben wir im Extremfall, sind wir mal 40 Minuten da, meistens aber bewegt sich das so bei 20 Minuten, 25 vielleicht. Und das ist ja wirklich immer nur so ein ganz kleiner Ausschnitt der täglichen Realität. Das ist so wie einmal am Tag Blutdruck messen und dann auf eine Hypertonus schließen wollen. Das funktioniert halt nicht. Nee, eben. Auch hier noch eine ganz kurze Erklärung. SAPV, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, ist eine spezielle Form der Versorgung zu Hause für Menschen am Ende des Lebens mit starkem Leid, mit starken Schmerzen eben auch häufig, in der ich tätig bin und Tim auch für eine gewisse Zeit tätig war. Und wo ich gerade dabei bin, Hypertonus ist der Bluthochdruck. Ich habe pflegerische Tätigkeiten immer ganz gerne mit eingebaut, das war immer ganz schön. Du hast, klar, du kennst das auch, Übersicht, ne? Du, wenn du wirklich was machst, du kannst dir auch mal denjenigen angucken, auch mal Probleme anschauen von demjenigen und da auch interagieren. Und diese Interaktionsmöglichkeiten, die finde ich unheimlich wichtig. Ne? Das ist so mit zentral. SAPV, tolle Sache, aber wie gesagt, du kommst so ein bisschen aus dem Pflegerischen leider so, dann so ein bisschen raus, ne? Und hast nur diese Kurzübersicht und da wird es dann manchmal schwierig auch, ne? Aber du weißt ja, kennst du ja auch, man muss ja so ein bisschen schauen, was man leisten kann und wo man halt vielleicht auch einen Abstrich machen muss, weil es halt einfach anders nicht geht. Ne? Wir sind halt, es ist 2023, wir müssen einfach versuchen, manche Dinge auf mehrere Schultern zu schultern, weil einfach das Personal gar nicht da ist. Und dann sage ich, dann fixiere ich mich oder schaue eher auf das, was eben am ehesten ich und andere eher nicht beurteilen können. So schade das vielleicht ist in manchen Situationen, es ist einfach ein Zwang. Es ist ein Zwang, den wir heutzutage haben. Bekommst du denn auch mit, wie das ist mit den Leuten, die jetzt aus der Ausbildung rauskommen oder aus dem Studium rauskommen? Hast du da auch irgendwie einen Teilweise. Bekommen? Ich habe, das Schöne ist, meine Nichte macht jetzt gerade die Ausbildung zur Pflegefachfrau. Und die hält mich natürlich auch so ein bisschen auf dem Laufenden. Das Curriculum habe ich mir angeschaut. Gut, kann man drüber streiten. Ja, die Frage ist ja hinterher, wie gesagt, wie es bei uns ja auch ist, das Curriculum kriegst du vorgelegt, das musst du halt lehren, was baust du noch dran, ja, und das ist das, und wie vermittelst du die Themen halt auch, ne? Also ich kann es sehr rudimentär machen, das ist leider an einigen Pflegeschulen, die ich kenne, leider so, dass die das hopp, 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 ja, und dann läuft das, und das ist das, was mich so ein bisschen bedrückt, es ist diese Tiefe fehlt irgendwie, und es waren ja jetzt auch Prüfungen gewesen, vor letzten Monat oder so, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, so ein bisschen in den einzelnen Foren ja auch so ein bisschen mitgelesen und so, und da sind auch einige Fragestellungen, wo ich mir sage, das könnte einfach viel zu laff gewesen sein, auch die ganze Ausbildung, muss man sehen. Ja, mit den Kollegen, die jetzt frisch ausgebildet sind, habe ich noch keine Kontaktpunkte gehabt, deswegen kann ich da jetzt, ich kann nur mutmaßen, aber die Realität, schauen wir mal, wie sie sich wirklich präsentiert. Ja. Dann halt auch, ja, wie kommen die raus, wie können die jetzt ihre Aufgabenfelder aufnehmen als examiniertes Personal, und da würde ich gern noch mal so ein halbes Jahr einfach mal warten, weil auch, wie gesagt, die Schulen müssen auch erstmal in das neue System reinkommen und sowas. Und wir gucken einfach mal, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Ich bin da sehr vorsichtig, was das Ganze angeht, weil, wie gesagt, ich finde es ein wenig zu laff für eine dreijährige Ausbildung, aber das, nur weil ich es laff finde, heißt es noch nicht, dass es das auch ist. Ja, deswegen, da muss ich erstmal schauen, erstmal beobachten. Wie in der Schatten spielen und hinter den Leuten herlaufen und gucken, was die so treiben. Was halt einfach, glaube ich, ein großer Punkt ist, der so außen vor gelassen wird, ist einfach das, was wir jetzt, was ich gerade eben schon sagte und was du ja, denke ich, auch so ein bisschen mit auch meintest, dass sich einfach unser Berufsbild verändert. Na, wir haben einfach eine ganz andere Zeit. Wir haben, wenn ich mich so erinnere, in meiner Ausbildung, da war immer das große Ding, eben nicht eine Funktionspflege, sondern eine Bezugspflege aufbauen.
Und da drehen wir uns ja also auch gewünscht gerade komplett von weg und schauen, dass wir wieder in eine Funktionspflege möglichst kommen, weil nur Funktionspflege von diesen bisschen knappen Ressourcen, die wir haben, irgendwie erbracht werden kann. Und ich denke, auf dem Zug ist jetzt auch ein bisschen die Ausbildung und das Studium, weil was ich so von den Auszubildenden höre, ich meine, ich mache bei uns ja die Praxisanleitung und habe deswegen durchgehend von verschiedensten Schulen und eben auch von Universitäten halt verschiedene Leute. Und die kriegen natürlich das mit, was wir damals in unseren Ausbildungen hatten, sei es nun Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege. Und was sie halt alle immer feedbacken, ist natürlich, ja, und da war ja viel mehr Inhalt und wir haben immer nur so luschige Themen. Aber wenn du dir die Curricula anguckst und wenn du dir auch erzählen lässt, was sie haben, dann ist das eben ein extremer Schwerpunkt, den es vorher nicht gab, auf Beratung, Schulung, solche Sachen, Koordination der ganzen Tätigkeiten. Also ja eigentlich auch das, was unsere ureigenen Tätigkeiten, unsere ureigenen Felder sein müssen, die auch für uns vorbehalten sind, für unsere Berufsgruppe. Und insofern, es ist ungewohnt und es ist einfach anders. Und es baut einfach auf einem ganz anderen Fundament auf und sollte eigentlich eine ganz andere Struktur haben, die aber einfach noch nicht existent ist. Und zwar diese Struktur, die dich betrifft und die mich genauso betrifft. Ich habe Menschen, die haben ein großes Fundament, die wissen prinzipiell, wie etwas geht. Und jetzt müssen wir kommen von außen oder die Leute müssen zu uns kommen, wenn sie in verschiedene Bereiche gehen und sollen jetzt lernen, was sie in diesen speziellen Bereichen an Special Skills irgendwie kriegen müssen. Da sollen sie eben gucken, wenn sie fertig sind, dann sollen sie einen Palliative Care machen, dann sollen sie eine große Fachfortbildung, Intensivanästhesie, Onkologie, was auch immer machen. Oder sie werden Pain Nurses. Das kommt jetzt oben drauf. Und das ist das, was denn diese ganzen kommunikativen Skills, die ich habe und so didaktische Sachen, die ich dann mit meinem Wissen füllen kann. Und das kriege ich halt nicht mehr in der Ausbildung, sondern zu einem großen Teil erst danach. Glaube ich, so verstehe ich. Die sogenannten Fachspezialisierungen dann, ne? Das, was wir jetzt im Grunde nochmal oben drauf gemacht haben, wie zum Beispiel Intensivkrankenpfleger oder sowas, ne, dass dann jetzt nur die Basics eingeleitet werden und du spezialisierst dich dann da, wo du bist. Ne? Das ist, ja, die Spezialisten halt. Ne? Das ist, aber anders geht's nicht. Du, was willst du machen? Und du hast ja immer noch den Vorteil, dass du dann sagen kannst, eben, nehmen wir mal so ein Extrembeispiel, du hast jetzt irgendwie in der Klinik oder vielleicht irgendwo in der Pädiatrie deine generalistische Ausbildung gemacht. Du kannst überall arbeiten, machst dann danach einmal eine Pädiatrie-Fachfortbildung, 2 Jahre, 1,5 Jahre, keine Ahnung, wie man das am Ende strukturieren wird. Und dann kannst du nach 10 Jahren sagen, so habe ich aber keinen Bock mehr, ich möchte die alten Leute. Und dann sagst du halt, ich mache jetzt nochmal eine Fachkraft für Geriatrie und dann bist du geriatrische Fachkraft. Und so denke ich, kann das System auch nur funktionieren, weil es ja auch, müssen wir ja ehrlich sein, überall auf der Welt so funktioniert, bloß in Deutschland halt nicht. In Deutschland ist es unmöglich, gleichzeitig mit alten Menschen und mit jungen Kindern zu arbeiten. Das geht, es ist, wie soll das funktionieren, außer in allen anderen 160 Staaten? Ja. Das stößt mir so ein bisschen auf, das ist so sehr, aber das war schon immer so, deswegen anders kann es nicht sein. Hm. Nicht schwierig. Es wird, das Prinzip ist ähnlich. Wir haben es damals in Las Vegas gesehen, beziehungsweise habe ich mich da mal so ein bisschen mit umgehört und da läuft es ja ganz anders. Die haben ja, wo die Pflegekräfte, die sind ja so organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die ja die Tätigkeiten im Grunde wie so eine PDL machen. Ja, also das ganze Organisatorische und dann auch wirklich das fachlich Intensive und alles, was so ja, seichte Aufgaben finde ich falsch, weil es sind ja wichtige Aufgaben, aber so Grundpflege, Medikamentenausgabe, alles was körpernah ist und zu so Basisaufgaben gehört, da ist es so, dass es da diese spezialisierten Pflegekräfte gibt und die Hilfskräfte in dem Fall. Und da ist, also einer ist für Medikamentengabe nur zuständig, der ist darin ausgebildet, der nächste ist grundpflegerische Versorgung, also natürlich ein paar mehr dann natürlich, ne, für einen vielleicht ein bisschen viel. Aber du hast einzelne Spezialisierungen auch im rudimentären Bereich, so ein bisschen wie bei der Bundeswehr ist das so nicht Unteroffizier, die Mannschaftsgrade so ungefähr, ne, die alle so eine eigene Spezialisierung haben, darüber so Unteroffizier, ja, das ist dann so PDL, ne, oder auch mal auf Stationsleitung oder sowas, die dann nur im Grunde das Fingertraining machen und dann für die Ärzte als Ansprechpartner fungieren oder als direkte Hilfskraft, ne, wenn irgendwelche Untersuchungen dran sind. Und ich gehe mal davon aus, dass die Entwicklung auch in diese Richtung weitergehen wird. Und dann ist halt die Spezialisten, das wäre dann halt, ne,
Offiziersgrade, so gesehen, wenn man es jetzt im Bundeswehrjargon nennt, die dann wirklich spezialisiert sind auf diesen einen Bereich, da auch wirklich das ganz intensive, den ganz intensiven Background darum haben, die darin ausgebildet wurden. Jetzt, wie gesagt, so Intensivpflegekräfte zum Beispiel. Intensivpflege war schon immer, jedenfalls in meinen Augen, immer was Besonderes, weil die ein unheimlich hohes medizinisches Wissen haben. Deswegen sage ich hier, das sind so Offiziersgrade, ne, die dann wirklich dann am Bett stehen und teilweise auch die Ärzte ausbilden. Ne? Und das kannst du dann ja halt auch. Ne? Das ist auch das Schöne, ne? Dass man dann auch mal den ärztlichen Kollegen dann mal so ein bisschen unter die Arme greift und dann denen mal so zeigt, wie der Hase läuft. Das ist ein Patient. Genau. Ihr hört Schmerz, der Podcast. Da sagst du ja was ich eigentlich mal ganz schön finde und was eigentlich immer nur mit so den, was immer nur so an bornierten Vorstellungen scheitert auf beiden Seiten, dieses sich gegenseitig, um ein schönes Wort zu nehmen, zu befruchten. Also dass ja jeder irgendwie in seinem Setting was Besonderes hat und ich mag das auch immer total gerne. Ich bin immer einmal im Jahr, vielleicht auch mal zweimal, hänge ich in der Ärztekammer und mache da Palliative Care Fortbildung, denn eben für die ärztlichen Kollegen. Und das ist total interessant, weil die auch da einfach total interessiert sind. Und da hast du relativ wenig so dieses Standesdünkel. Ich kriege zwar jedes Jahr immer ein, zwei Feedbackbögen zurück, wo da steht, dass lieber ein fachlich versierter Kollege hätte das machen sollen. Okay, meinetwegen, ja, ist geschenkt. Ja, sollen sie. Also solange das so im niedrigen Prozentbereich kommt, ist mir es egal. Generell sind die einfach genauso interessiert. Und wir haben von beiden Seiten natürlich immer Leute, die versuchen, das so zu unterbinden, weil sie meinen, man dürfe sich nicht gegenseitig, deren Gefühl ist es halt, irgendwie in den Bereich grätschen. Aber dem ist ja nicht so. Wir machen ja solche Sachen immer zusammen. Und ich finde jetzt, gerade was du jetzt sagtest, du wolltest jetzt gern Kuss. War das die Kussskala, was du haben wolltest, ein Nips? Ja, weiß nicht, genau, auf jeden Fall die Kinderskala. Genau, und die oder die BSC oder was auch immer. Wo du halt einfach die nur funktionieren kann, wenn die verschiedenen Bereiche zusammen darauf gucken und zusammen damit arbeiten. Ne? Also das nützt nichts, wenn das jetzt nur jemand macht, der eine dreijährige Ausbildung hat oder auch nur jemand eine einjährige oder nur jemand, der Medizin studiert hat. Sondern es funktioniert nur, wenn alle wissen, worauf sie achten müssen und wie sie das beobachten und dann in den Austausch gehen. Ne? Und das ist bei ganz vielen Sachen so einfach. Und wir müssen uns da auch einfach freimachen von. Das sind auch diese Grabenkämpfe, die müssen auch einfach mal aufhören. Wir sind seit, was weiß ich, glaube 40 Jahren sind wir keine Hilfskräfte mehr, sondern sind ein eigener Berufsstand. Kann auch sein, dass es länger ist, weiß ich jetzt auch tatsächlich aus dem Kopf nicht. Und es wird immer gesprochen von, wir müssen alle zusammenarbeiten, ja, wir müssen große Teams bilden. Und da kann es halt nicht sein, dass sich verschiedene Berufsgruppen da immer wieder in die Quere kommen und sagen, hey, mit denen will ich nicht zusammenarbeiten oder so. Das geht nicht. Wir haben alle ein Ziel und das ist die, also in meinen Augen, die beste Versorgung für den Patienten. Ja, und das ist, deswegen wendet er sich an uns und das ist unser Auftrag. Ja, und da muss halt zusammengearbeitet werden. Ja, und da darf man sich auch nicht gegenseitig permanent reingrätschen. Ne? Es ist klar, jeder darf seine Meinung äußern, ne? Und jeder hat sein Tätigkeitsfeld, ganz klar, aber Meinungen müssen erlaubt sein. Ich habe heute so viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen, wenn ich sage, sag doch mal eine Diagnose, darf ich nicht. Doch, du darfst einen Verdacht äußern. Aber alleine diese Angst davor, einen Verdacht zu äußern und dann vom Arzt einen auf den Senkel zu kriegen, die ist ja exorbitant und das ist totaler Quatsch. Ja, natürlich kann der sagen, ja, das stimmt oder nee, da bin ich jetzt anderer Meinung, das ist seine Fachexpertise. Aber wir müssen einfach mal, die Kommunikation, die muss besser werden halt. Ne? Keiner steht dem anderen übermäßig oben drüber oder so, ist Befehlshaber oder so, sondern hier geht Zusammenarbeit. Ne? Und mein Liebstes ist immer immer das Statement aus der Langzeitpflege, kriege ich mal gern als SMS, Frau Meier ist ohne Vitalzeichen angefunden worden. Ja, oh, also ist relativ eindeutig, ohne Vitalzeichen leben die wenigsten Menschen. Also, ja. Was soll das heißen? Warum darf man nicht sagen, dass diese Person verstorben ist? Also spätestens, wenn ich sie 10 Minuten ohne Vitalzeichen beobachtet habe, wird sie nicht wieder aufstehen. Wir sind nicht bei World War Z. Also nee, das passiert eben nicht. Und das ist ja, wie viele haben auch heutzutage Angst. Wir hatten mal vor einiger Zeit das Thema, wann reanimiert man den nicht mehr? Ja, und das ist immer die Bombenfrage. Das alle fangen an zu diskutieren und keiner kommt auf eine Lösung. Na, es gibt ja ganz klare Identifikationen, wann reanimiere ich nicht mehr, wenn der Kopf ab ist. Klare Sache, also
irgendwas, was mit dem Leben nicht vereinbar ist, wenn der Patient ratzenblau ist, also sprich wirklich Totenflecken aufweist oder so. Ne? Und wann wird reanimiert? Immer dann, wenn ich mir unsicher bin, wird im Zweifel zwar reanimiert. Aber die Leute sind mittlerweile so eingeschüchtert, dass die sich das gar nicht trauen. Diese Angst davor, ne, auch wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, ich reanimiere nicht, weil der hat schon ganz klare Anzeichen, dass da nichts mehr wird. Ja, das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Aber diese Linie, diese unsichtbare Linie, die irgendwann mal irgendwo durch Angst gezogen wurde, wird einfach nicht mehr überschritten. Die Menschen haben nicht mehr das Selbstvertrauen. Auch dreijährig examinierte Kräfte, das sind ja keine Leute von der Straße, die keine Ahnung von der Materie haben, sondern das sind schon hoch ausgebildete Kräfte. Ja, das ist das sind nicht irgendwie Hilfsarbeiter oder so, sondern die haben ganz explizite Ausbildung, die sind sehr gut spezialisiert teilweise. Und selbst da fällt es den Leuten schwer, Entscheidungen zu treffen und auch mal gegen einen Arzt zu argumentieren. Das ist ja auch so ein Neverending Story, ne? Ja, ich würde sagen also letzten Endes mit meinem Wissen kann ich mit Menschen diskutieren. Ich erinnere mich immer an diese ganzen Schmerzfortbildungen, auch die Painers-Fortbildung, die ich gemacht habe und so immer. Das ist eine ganz, ganz häufige Frage und die kommen meist ziemlich am Anfang und dann immer mal wieder zwischendrin. Aber ich darf das ja gar nicht verordnen. Ja, aber du musst es ablehnen, wenn es tödlich ist. Also erstmal muss ich wissen, was ich da tue und selbst wenn ich es nicht verordnen darf, ist es doch gut, wenn ich weiß, was man tut, was man nicht tut und vielleicht auch Ideen einbringe. Denn ich gehe im Prinzip immer davon aus, dass Menschen eigentlich Bock haben, mit anderen zu kommunizieren und auch immer was dazulernen können und eben auch, und sei es ein lehrreicher Austausch, sei es lehrreich, dass jemand etwas ablehnt, dann kriege ich vielleicht eine Begründung dazu und so mehre ich mein Wissen auch weiter. Aber wenn ich immer sage, da ist diese Mauer und ich gebe höchstens eine Info weiter, hat Schmerzen oder wenn ich gut bin, ist auf der und der Skala hier und dort, ne, war gestern da und dort, das ist Toleranz, pipapup, du kennst das, dann hat das irgendwie eine Information. Aber wenn ich dann wirklich sage, ich darf höchstens hier so eine Basic rübergeben und den Rest, den müssen andere entscheiden, weil ich es nicht kann, dafür möchte, weil ich Angst habe, dann sind wir irgendwie auf einer ganz schrägen Fährte. Und so kann auch aus diesem Beruf irgendwie nichts erwachsen, was professionell ist, weil ich mich einfach kleiner mache, als ich bin. Und wir haben ja gute Fortbildungsmöglichkeiten und unsere Kompetenzen erweitern sich. Ja, und das soll ja noch mehr werden. Ja, dass wir irgendwann auch zum Beispiel bei Wunden oder so ja auch wirklich Entscheidungen für uns treffen können. Oder irgendwie war ja auch was mit Verordnungen da. Da bin ich mal vorsichtig, dass ich glaube nicht, dass da was kommen wird. Da wird der Marburger Bund schon Veto gegen eingelegt haben, wahrscheinlich schon mehrfach. Aber es geht ja auch so Sachen, hier, wir haben ja immer wieder auch das Thema Palliativ, was ja auch mein Spezialgebiet irgendwo auch ist. Und Trinken am Lebensende. Ja, never ending story. Fast jeder weiß mittlerweile, es ist nicht gut, wenn der Patient einstellt und wir fangen an, Subkutaninfusionen zu legen. Rein theoretisch müsste ich als Pflegekraft, wenn das ein Arzt macht, müsste ich ja remonstrieren. Oder eine Begründung bekommen. Ne? Also durch die Remonstration kann ich ja die Begründung auslösen. Dafür ist das ja eigentlich gedacht, ne? Dass man da auch wieder ins Gespräch kommt. Und wenn das von höherer Instanz, wenn eine Begründung dafür stattfindet, ist ja auch alles tutti. Im Zweifelsfall muss sich dann aber derjenige da auch mit dem Thema auseinandersetzen. Also der Arzt wird dann mal drauf gestoßen, pass mal auf, das macht man nicht mehr aus den und den Gründen. Gibt's ganz tolle von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin gibt es ganz tolle Vorlagen auch, wo das alles aufgelistet wird, warum, weshalb, wieso. Es traut sich aber keiner zu remonstrieren. Dann hatte ich mal gefragt in die Runde, warum nicht, ne, also bei uns auf der Seite. Und da sagten die, ja, wir haben das gemacht, aber dann hat der Arzt sich geweigert, mit uns zu arbeiten. Der kam dann nicht mehr. Und das finde ich dann schon Knaller, ja, weil dann bist du ja schon gezwungen, eine Instanz höher zu gehen. Ja, und dann fängt der Ärger ja richtig an, wenn du dann zur Ärztekammer gehst und sagst, pass mal auf der und der Grundlage, wir haben eine Remonstration gemacht, wir haben uns an die Gesetze gehalten, das ist nicht korrekt gewesen, was da durchgeführt wurde, beziehungsweise wir haben das angezweifelt aus den und den Gründen, es ist keine Begründung gemacht worden, sondern der Arzt hat gesagt, wenn wir das nicht durchführen, dann machen wir das nicht mehr. Und wenn dann die Ärztekammer aufgescheucht wird, die müssen theoretisch darüber informiert werden. Ja, aber was machen die Kollegen, anstatt die Instanz höher zu gehen und zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg,
Das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch eine ländliche Gegend. Das heißt sowieso eine ganz bescheidene allgemeinärztliche Versorgung von den Hausärzten her, dass man dann Angst hat, dass der Arzt sagt, ich mache jetzt hier alles zu, könnt ihr sehen, wie er, wo er landet. Dann wird dieses Problem wieder auf die Kollegen verlagert. Die trauen sich dann wieder nicht, obwohl das eigentlich ein politisches Problem wäre. Das heißt, wir haben auch wieder ganz viele Punkte, die übereinander geworfen werden und wo wir dann aber auch glauben, dass wir dafür verantwortlich sind. Nein, wenn einer scheiß Arbeit macht, dann macht er die scheiß Arbeit. Er informiert sich nicht. Und dann habe ich auch das Recht, dagegen Veto einzulegen beziehungsweise zu remonstrieren. Aber ich muss mir dann auch bewusst sein, dass das gegebenenfalls auch höher gehen kann. Und den Weg muss ich dann auch mal gehen. Also unangenehm das ist. Ja, und wir haben, ich meine, wie gesagt, das klang ja gerade eben schon an. Also wir haben ja so ein paar Sachen, noch nicht mal unbedingt jetzt in der Pipeline, sondern eigentlich sind ja einige Dinge schon aktuell, wo wir Pflegekräfte doch Aufgaben, Tätigkeiten oder auch eben so Verordnungen und solche Sachen machen können oder sollen, die in den ursprünglichen, wie es in Deutschland ist, Ärztebereich fallen. In der Zeitschrift für Palliativmedizin, also die von der DGP, da war so ein schönes Ding mit Aufgaben für Pflegefachkräfte in der Palliative Care. Das war so ein Zweiseiter und den habe ich mir gleich eingescannt, weil da wunderbare Sachen drauf standen, die laut unserer Fachgesellschaft eigentlich unsere Aufgaben wären. Auch hier ein kurzer Einschub. Die DGP ist die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Palliativpflege findet im Titel gar nicht statt. Ebenso in der Zeitschrift für Palliativmedizin. Auch hier kein Wort von Pflege. Man könnte nun natürlich sagen, dass auch wir Palliativmedizin machen, aber die Palliativpflege ist eine eigene Fachrichtung. Also wäre Palliativversorgung oder allgemein Palliative Care, wie es auf Englisch heißt und wie es alle Berufsgruppen umfasst, vielleicht sinnvoller. Da steht nämlich zum Beispiel drin, die Anpassung der Medikation im Rahmen der Dosierung oder Darreichungsform. Das fand ich schon mal ganz spannend. Ne? Natürlich alles immer, da steht immer sowas unter Vorbehalt oder ne, mit Fachwissen, Expertise. Sowas steht da mit drin. Und wenn ich mal die Realität mir angucke, dann ist es natürlich so klar, wenn du jetzt irgendwie ein Standing hast und irgendwie in dem Bereich lange arbeitest und man kennt sich, dann ist das immer sowas, stillschweigende Zustimmung, dann ist das ganz unproblematisch. Aber es darf nicht irgendwo rechtlich fest verbindlich sein, weil dann läufst du wieder Gefahr, dass du in solche Querelen gerätst. Ne? Also ich denke mal wirklich so an so absolute Basis. Eine Person bekommt 4x20 Tropfen Metamizol morgens, mittags, abends, nachts. So, und muss ich dafür jetzt eine ärztliche Kollegin da irgendwie informieren, wenn ich das jetzt auf 30 hochsetze, weil es wirkt, aber nicht ausreichend stark? Warum? Wofür soll das gut sein? Also ich bin ausgebildet, ich habe Erfahrung und ich habe auch eine Fachfortbildung vielleicht nochmal obendrauf. Wenn ich wegen so einem Quatsch jedes Mal irgendwen jetzt aus dem Bett hole, aus dem Urlaub hole oder sonst irgendwie störe, da ist doch niemandem mit geholfen. Warum sollen das Pflegekräfte nicht selber entscheiden? Es geht ja immer um einen adäquaten Rahmen und um Whitelists und solche Sachen. Und ich finde schon, da kann man uns manche Dinge auch einfach mittlerweile zumuten. Und das dürfen wir uns auch zumuten, das dürfen wir uns auch, wenn man so will, anmaßen, dass wir sowas können. Man könnte das eigentlich ganz einfach machen, weil bei jedem Medikament liegt ein Beipackzettel bei, wo ganz genau drin steht, wie hoch darfst du das dosieren. Ja? Und da könnte man eigentlich als Arzt sich das tatsächlich ein bisschen einfacher machen und sagen, pass mal auf, du hast den Regelkreis, ne, so und so viel steht im Beipackzettel. In dem und dem Rahmen darfst du eigene Entscheidungen treffen. Alles, was darüber hinausgeht, möchte informiert werden. Das wäre eine Sache, das wäre eine super Lösung für beide. Ne? Man würde es einmal schriftlich festhalten, ne? Weil dann kann man ja so irgendwas konstruieren, um das irgendwie in die Information zu packen. Und da auf dieser Basis halt ein wenig Arbeit abgeben, ja, für Leute, die sowieso an der Front stehen. Und sobald irgendwas aus dem Ruder gerät, ist die Information halt weiterzugeben. Ne? Müsste man drüber reden, müsste man dran arbeiten. Ne? Und dann guckt er die Pflegeeinrichtung an. Die haben dann aber auch gleich im Hinterkopf, oh, wenn der MD kommt. Eine Anordnung ist nur eine Anordnung, wenn sie eine Unterschrift und einen Stempel trägt und am besten handschriftlich in Anwesenheit erfolgt ist.
Auch hier eine kurze Erläuterung. Der MD oder früher MDK ist der medizinische Dienst, der für Kranken- und Pflegekassen die verschiedenen Einrichtungen im Gesundheitswesen überwacht oder, sagen wir so, überprüft, ob die Anordnung, Verordnung, Behandlung, Guterfolgen, der Personalschlüssel ausreichend ist, im Großen und Ganzen, wie die Qualität ist. Und dieser medizinische Dienst hat halt auch bestimmte Ansprüche an die Verordnungen der ärztlichen KollegInnen. Und Verordnungen, Anordnungen können in Deutschland bis heute nur die ärztlichen KollegInnen durchführen. Genau, und dann hast du sowas als eine unklare Anordnung. Na, wenn du schreibst 20 bis 40 Tropfen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dann ist es nicht ganz eindeutig. Und dann geht es wieder darum, dass man sich was anmaßen würde oder seine Kompetenzen überschreiten würde. Und dafür brauchen wir ja eigentlich ja irgendwas, was auch mal rechtssicher ist. Und das von der DGP finde ich ein tolles Beispiel. Und ich nehme das auch bei uns. Ich habe das auch gleich mit zur Arbeit mitgebracht und so. Guckt euch das mal an hier. Das soll eigentlich laut DGP gehört es in unseren Aufgabenbereich. Aber machen tun es halt trotzdem die wenigsten. Und ich finde es auch gut, dass es nicht jeder macht, der irgendwie jetzt ein paar Tage dabei ist. Aber prinzipiell wäre das ein Ziel, was man irgendwie machen könnte. Man kann ja so gesehen, könnte man da ja sogar auch irgendwie Fortbildungen geben, ne, dass jemand nur wie früher mit dem Spritzenschein, ne, kennen wir alle noch, ja, dass jeder, der einen Spritzenschein hat oder der gewisse Medikamente, der sein Wissen darüber nachweisen kann, auf ein Zertifikat oder so, dass der darin ausgebildet wurde, über die Gabe oder so, dass er dann diese Möglichkeit hat. Also man könnte das schon so intensivieren, dass man sowieso Freigaben erhält. Also du darfst jetzt Spritze geben, du darfst jetzt die und die Entscheidungsgewalt hast du jetzt. So ähnliche Formen gibt es ja. Also es gibt es in anderen Berufszweigen ja auch. Warum nicht in der Pflege? Warum hängen wir so lange hinterher? Das ist im Handwerk. Ja, wenn du schweißen sollst, dann gehst du zum Schweißerlehrgang, dann wirst du ausgebildet, dann kriegst du ein Zertifikat, dass du das kannst, ne, und dann darfst du das auch. Und ähnlich könnte man es ja auch gestalten. Es ist kein Problem, sowas auszubilden, ne. Man muss das lernen, es wird eine Abschlussprüfung über eine entsprechende Pharmakologie geben, ne. Das muss konzipiert werden, das kann man auch auf staatlicher Ebene machen, dafür immer das Gesundheitsamt, die da einen Blick drauf werfen, die gewisse Vorgaben geben können. Und so könnte man das auch gestalten, zukunftstechnisch. Ne? Also jetzt gerade geht's ja Richtung Pain Nurse, ne? Und gerade da wäre das ja ein super Eckpunkt, dass man sagt, pass auf, wenn ihr die Ausbildung habt, das muss das und das umfassen, das müsst ihr nachweisen, das wird geprüft. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr über die und die Medikamente, ne? Also würde ich wirklich tatsächlich die Medikamente, nicht nur die WHO-Stufe, sondern auch die Medikamente angeben, ne? Dass man in diesen geschult ist, diese auch umrechnen kann zum Beispiel und gewisse Variationsmöglichkeiten gibt. Wäre eine schöne Idee. Ne? Naja, aber was wir ja bekommen werden, sind die, ich zitiere mal, erweiterten Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten, you know? Das schöne Modulsystem vom Bund, was ja an sich was ja auch einen Bereich, ein Modul hat zum Thema Schmerz und wo ja zum Beispiel was Ähnliches drin steht, und zwar die Anpassung der Medikation und das Arbeiten mit einer Positivliste, mit einer Whitelist. Auch hier grätsche ich einmal kurz rein. Die Pain Nurse ist eine Fortbildung für Pflegefachkräfte zum Thema Schmerztherapie. Und die erweiterten heilkundlichen Tätigkeiten sind ein Modulsystem von Fortbildung, die vom Bundesministerium für Gesundheit konzipiert worden ist, durch die Pflegekräfte erweiterte Möglichkeiten in der Therapie erlangen sollen. Bis jetzt gibt es aber nur Pilotprojekte dazu. Was ja dem schon relativ nahe käme. Na, und was auch unter starkem Beschuss, hattest du vorhin ja schon mal anklingen lassen, vom Marburger Bund zum Beispiel steht. Na, warum auch immer. Wir schießen, finde ich, gar nicht so stark in die Richtung. Also so empfinde ich es zumindest. Aber wir kriegen immer viel Gegenfeuer aus der Seite. Ja, es ist natürlich, die sehen sich in ihrer ärztlichen Tätigkeit natürlich irgendwo angegriffen, ne? Wenn die was abgeben wollen oder sollen, ne?
Das würde uns wahrscheinlich auch nicht passen, wenn jetzt der Arzt grundpflegerische Versorgung macht. Wäre schön, ja. Aber das macht der natürlich auch nicht. Und die fühlen sich dann natürlich auch so ein bisschen ans Bein gepinkelt, wenn einer versucht, übermäßig denen jetzt vorzuschreiben, was die abzugeben haben. Irgendwo kann ich es auch nachvollziehen, ganz klar. Das sind ursprünglich ärztliche Tätigkeiten. Aber da auch, da müsste man auch wirklich mal mit Marburger Bund, die sind nämlich eigentlich gar nicht gefragt worden, so viel ich das weiß, sondern die sind auch hier wieder übergangen worden, was auch nicht in Ordnung ist, muss man auch sagen, dass man da wirklich in einen Kontakt kommt, dass man da Gespräche anfordert, ne, beziehungsweise dass man sich an einem Tisch sitzt und sagt, wie können wir die Ärzte irgendwo da auch entlasten, ja, und Tätigkeiten, die jetzt wirklich, wie gesagt, WHO-Stufe 1 Medikamente gegebenenfalls oder so abgeben können. Ne? Weil für jedes Paracetamol, für jede Paracetamol-Tablette einen Arzt anrufen, der sagt mir auch irgendwann, sag mal, was ist los? Geh in die Apotheke, kauf den Scheiß. Ja, ja, genau. Und wenn du so Langzeitpflegeeinrichtungen oder auch in Pflegediensten, ist es ja da häufig so, da haben sich dann dieses Faxwesen so breit gemacht und dann schickst du halt einen Fax über ein akutes Problem, was ja, also ich meine, man lasse sich auf der Zunge zergehen. Fax für ein akutes Problem. Das kann schon mal nicht zusammenpassen. Und dann hast du halt jemanden mit Schmerzen und diese Person muss warten, bis ein Fax zurückkommt. Naja, Deutschland. Wenn überhaupt. Halt, ne? Aber wenn überhaupt. Das ist mir auch die Sache. Ne? Wenn das an sowas scheitert, das ist doch auch für die Leute, die wir versorgen, nicht wirklich eine humane Lösung. Das, er hat ja nicht nur unbedingt was mit Kompetenzgerangel zu tun, sondern es ist ja einfach auch in der Mangelung von Alternativen muss es ja irgendwo so in diese Richtung gehen. Ja. Ja, und wenn du dann halt Nurses hast, die sowas koordinieren können, die beraten und schulen können, dann können die auch sowas koordinieren und dann die eben beraten und schulen, wie die Einnahme ist, auf was für Nebenwirkungen zu achten ist. Ne, und wenn du alle hast, die irgendwie an einem Strang ziehen, eine Ahnung haben, worum es grob geht, dann kannst du die auch instruieren, dass sie hier und dort und da etwas hier so machen und das eben nicht. Und vor allem, man würde auch mal diese endlosen Telefonate, weil man schickt ja nicht nur Faxe, sondern versucht mal morgens um 8 Uhr, am besten montags, versucht doch mal in der Praxis durchzukommen. Da verhungerst du am Telefon. Ja, das ist schon echt schwierig. Ne? Und wenn du jetzt wirklich gerade jemanden hast, der akut irgendwie einen Durchbruch oder was hat, aber nicht mehr ins Krankenhaus will, du versuchst den mit Medikamenten runterzubringen, dass die Schmerzen wenigstens irgendwo im erträglichen Rahmen sind und du kriegst keinen ans Telefon, kannst du dir überlegen, entweder übergehe ich den, weil ich sowieso gerade irgendwo dabei habe oder so, ne, und versuche das dann irgendwann danach gerade zu biegen. Aber es ist, die liegen dann da eine Stunde, zwei, haben massivste Schmerzen, drehen am Rad, ne, und das ist, ja, du, es ist für die Menschen Hölle, es ist für die Angehörigen Hölle, die das die ganze Zeit mit ertragen müssen, ja, mitbekommen, auch wie unser Gesundheitssystem hier wirklich mal versagt, weil die Wege zu lang sind, ne, und es einfach keine akute Hilfe mehr gibt, ne. Was 10 Minuten dauert, ist ja nicht das Problem, aber wie gesagt, wir reden hier teilweise von Stunden und diese Stunden liegt der Patient und ja, geht kaputt an seinen Schmerzen. Ne? Und jeder, der mal richtig intensiv Schmerzen gehabt hat, der weiß, wie schnell man da wirklich kurz davor steht, sich, ne, also ja, da geht's dann auch schon im Thema suizidale Gedanken. Ja? Und das ist nicht ungewöhnlich dann, ne? Und sagen wir es mal so, unterlassene Hilfeleistung. Also ich meine, ne, das ist es letzten Endes. Irgendwann komme ich einfach auch in die Notwendigkeit zu intervenieren. Völlig egal, ob ich nun irgendwen habe, der mir irgendwas im Voraus oder im Nachhinein absegnet. Irgendwann muss ich eingreifen, weil ne, ich habe eben auch neben meinem Pflegeethos, was ich habe, habe ich ja auch irgendwie eine moralische Verpflichtung und auch eine rechtliche Verpflichtung. Ja, also das denke ich schon. Und wenn du da halt, ich bin ja echt ein Freund von Whitelists, wenn du da halt wirklich deine Whitelist hast, zumindest für so eine Erstgabe oder eben eine sehr ausreichende Bedarfsmedikation angesetzt, dann lässt sich ja vieles auffangen. Zumindest erstmal der erste Schrecken, der erste Notfall kann gelindert werden und dann kann man ja immer noch schauen. Aber irgendwie sowas muss es halt geben. Und das funktioniert nicht, wenn es nur eine Berufsgruppe ist, die irgendwas sich einfallen lassen kann, sondern da müssen die anderen auch mitziehen. So geht das nicht von oben nach unten. Da ist sogar noch eine Sache, die Depotgeschichten, zum Beispiel für Heime, die haben ja, selbst wenn du was anordnest, du musst das ja erstmal besorgen. Ne? Du musst erstmal irgendwo in der Apotheke und versuchen, diese Medikamente ranzuschaffen. Und gerade in der Heimversorgung, also jemand, der im Heim ist, dafür
Im Krankenhaus hast du halt immer die Möglichkeit, du hast alle Medikamente zur Verfügung, die du brauchst, jedenfalls in irgendeinem Rahmen, dem du dem Patienten diese geben kannst. Das hast du im Heim nicht. Und das ist mir das erste Mal bewusst geworden, als ich aus dem Krankenhaus raus bin, im Heim gestanden habe und gesagt, ich brauche jetzt Morphium. Ja, dann fahr mal los und besorg mal welches. Wieso habt ihr kein Depot? Ich kannte das nicht anders. Ne? Also du bist am BTM-Schrank gegangen, du hast das ausgefüllt, hast die Namen eingetragen, wer das angeordnet hat, alles gut. Heute im Heim, Mitternacht am besten, die meisten Schmerzen sind ja nachts, ne? Dadurch das System ja auch runterfährt. Und dann kommen natürlich diese Anrufe. Ja, Morphium, wir brauchen jetzt was, ne? So ungefähr. Die haben nichts vor Ort, Notfallapotheke. Wenn du Pech hast, auch nicht vor Ort, ja. Und dann stehst du halt blöd da. Deswegen, also auch hier könnte man zum Beispiel für spezielle Patientengruppen Depots anlegen, dass man eine Liste macht, das und das muss vorrätig sein. Ich sag jetzt mal 20 Ampullen, 5 Milligramm Morphium reicht für ein ganzes Wochenende aus, als du 10 Patienten hast. Aber wenigstens so eine Basis, bis jemand es geschafft hat, die anderen Medikamente zu besorgen. Und mir ist so ein bisschen Angst und Bange geworden, wo es jetzt um das Thema Medikamente aus Indien und China und so gab, wo jetzt diese ganzen Versorgungsengpässe waren. Dann hast du nicht nur damit zu kämpfen, dass du die Medikamente nicht vor Ort hast, sondern du hast eventuell gar keinen, der das zuliefert. Na, und das kommt ja auch noch mit dabei. Wenn du die vor Ort hast, hast du eine gewisse Sicherheit. Ne? Du guckst da freitags nochmal rein bei der Übergabe, schaust, was ist drin, reicht das fürs Wochenende, kannst gegebenenfalls nochmal schnell was nachbestellen. Du bist aber versorgt. Du weißt, du kriegst deine Patienten übers Wochenende. Und auch gerade schwere Fälle, Thema Tumorerkrankungen, COPD etc. Ne? Und das ist immer eine Unsicherheit. Und das ist auch das, was ich von vielen Pflegekräften halt auch zurückgemeldet kriege. Wenn du am Wochenende Dienst hast, du betest 5-mal am Tag, bitte lass nichts kommen, wo du irgendwo raus musst und irgendwo Besorgung machen musst. Ne? Dass das bitte immer nur dann passiert, wenn ein Hausarzt oder irgendjemand anderes da ist. Und auch diese Geschichten mit 116, 117, das ist auch eine ganz tolle Sache. Ich weiß nicht, wie lange sind bei euch so die Wartezeiten? Bei uns sind die momentan so eine Stunde. Dann hast locker. Du eventuell jemanden am Telefon, der dich vielleicht versteht, ja, was du von ihm überhaupt willst. Der muss dann erstmal probieren, den Notfallarzt zu erreichen, der eventuell irgendwo in der Walachei verschollen ist. Und dann kriegst du irgendwann mal einen Rückruf. Ja, und da kriegst du Schweiß auf der Stirn. Ne? Und wir reden ja jetzt hier von einer Patientenversorgung. Die Gebiete liegen so Größenordnung 300.000 Menschen zu, was weiß ich, glaube 2 freiwillige Notfallmediziner oder so. Ne? Wenn da 3 Anrufe kommen, die sind verloren. Ja, das kannst du auf ewig warten. Deswegen, es müssen neue Pläne her, da muss Überarbeitung her. Ne? Ihr hört Schmerz, der Podcast. Also ich finde ja immer, wir haben ja, seit es SAPV gibt, das ist einfach eine gute und förderliche Sache gewesen oder geworden, dass ich denke bei euch ja auch ähnlich, dass es recht etabliert ist und dass sich auch die meisten Einrichtungen und auch die meisten anderen Leute so an der Versorgung beteiligt, sich da nicht mehr so auf den Schlips getreten fühlen. Was ja aber auch lang genug gedauert hat. Ne? Also wir reden ja von 10, 15 Jahren, bis sich das durchgesetzt hat. Das ist ja für Deutschland wahrscheinlich okay, aber eigentlich schon ein langer Zeitraum. Was wir ja versucht haben, ist es, was Ähnliches zu etablieren zum Bereich Schmerz. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Sache, die du jetzt gerade ansprichst, an sich relativ gut hätte auffangen können. Dass halt wirklich sowas guckst, wie du in der Klinik halt so ein ASD, so einen Schmerzdienst hast, dass du halt versuchst, sowas auch draußen aufzubauen, analog zur SAPV. Halt wirklich die Versorgung für die Leute, die erwartbar oder durchgehend oder wie auch immer in diese Schmerzzustände kommen. Und die dann auch wirklich auch die Expertise dazu haben, eben nicht einfach nur zu sagen, ja, Morphin. Weil das ist natürlich klar, für eine Erstversorgung kann man sowas immer mal machen. Aber wenn du halt, was ja gerne vorkommt, eben solche Schmerzen irgendwann nachts hast, idealerweise Samstag oder Sonntagabend, dann ist es halt lange hin. Ne? Wenn du die Leute dann immer nur mit Morphin runterdrücken willst, was denn 116, 117 oder halt so machen kann und halt nicht in die Klinik schicken möchtest. Ne? Also es wäre toll gewesen, das ist ja leider alles abgebügelt worden, weil zu kostenintensiv und vor allen Dingen, es gäbe ja keine Notwendigkeit.
Das nein, ist der. Nein, also wir wissen ja alle, wie super SchmerzpatientInnen versorgt sind. Also gar kein Problem. Ja. Wenn du mit deiner Migräne dich bei einer speziellen Schmerztherapie melden willst, dann wissen wir ja, also innerhalb von einem Jahr kriegst du sicher einen Termin. Das ist doch gar keine Frage. Wenn du Glück hast. Ich hab tatsächlich schon mal wegen Migräne da angefragt und man sagte mir, 1,5 Jahre sind so momentan die Wartezeiten. Also, ja, und das meint ja niemand böse. Es ist einfach ein Fakt, weil einfach die Stellen nicht da sind, weil die Plätze nicht da sind, weil wir überall Fachkräftemangel haben. Und das wäre halt schön gewesen, sowas auch outzusourcen, weil es ist einfach ein ganz großes Feld. Das sehen wir allein schon an den ganzen Fachfortbildungen und Interessen, die Leute da einbringen. Ne? Das wär mal interessant auch für Leute als Alternative, die sagen, ich möchte nicht mehr zum Beispiel auf Station arbeiten. Das ist ja auch, dass die dann tatsächlich in Spezialfelder dann reingehen und sagen, pass auf, ich komme super mit Patienten klar, ich möchte nicht mehr waschen. Wie gesagt, bei mir ist es ja auch mit dem Rücken gewesen, dass mich das auch so ein bisschen ins Aus katapultiert hat. Und das sind aber Leute, die haben ja Wissen, das muss man ja nicht verlieren. Ja, das kann man aufheben, indem man den Leuten eine Alternative auch wirklich gibt und sagt, pass auf, du brauchst nicht mehr eine Pflege. Wir haben hier spezialisierte Teams, du kennst dich gut mit Schmerztherapie aus, du kennst dich mit Prophylaxen, was weiß ich aus, dass man hier Teams bildet und sagt, ihr seid jetzt für das Gebiet XY zuständig und seid in der Notbereitschaft, wenn jemand am Wochenende anruft, da ist ein Koffer, da ist das und das drin, was weiß ich, Fentanylpflaster, vielleicht irgendwas zum Einstellen. Ihr fahrt raus, bringt den Leuten das, seid der direkte Ansprechpartner für Ärzte oder was und habt dann auch die Möglichkeit per, was weiß ich, telefonische Anordnung die Sachen einzustellen oder halt über die Whitelist, dass man dann sagt, das habt ihr sowieso zur Verfügung, ihr kennt euch aus mit Schmerz, ihr dürft das und das schon mal geben. Am Montag, sobald der Hausarzt da ist, geht direkt E-Mail rein oder was, ne, das ist am Wochenende angesetzt worden aus den und den Gründen und er darf dann das Ganze entweder absegnen oder erweitern oder ne, was halt in seinem Gebiet halt ist, ne, beziehungsweise wie er das für sich festhält. Ne? Ja, und das ist das, weißt du, bei mir oder bei uns ist die SAPV halt auch so gestrickt. Also das ist mein Daily Job, das ist das, was ich mache. Ich hole Sachen aus dem Rucksack und bespreche Dinge. Und ich will, was du denn immer gern vorgehalten kriegst, du machst ja gar nicht wirklich Pflege. Ja, also Pflege ist ja auch nicht nur das eine. Also wenn ich Pflege als einen Waschlappen definiere, dann ist Pflege ganz schön wenig. Und dann kann ich auch nicht 4.000 Euro Gehalt für den verlangen. Aber 5.000. 5.000 sind die momentanen Gebote bei Vorstellungsgesprächen. Was möchten Sie verdienen? 5.000 Euro. Ist klar, was bringen Sie mit? 3-jährige Ausbildung. Es gehört mit rein, natürlich. Also auch ein... Du hattest ja vorhin den Militärvergleich, ich nehme lieber ein Haus. Aber auch ein Architekt muss ja wissen, wie man eine Mauer hochzieht. Ja, also ja, natürlich eben. Muss ich das alles auch irgendwie kennen. Ich muss wissen, was das ist. Aber es kann nicht sein, dass wir sagen, entweder du machst hier alles, du machst hier das volle Dienstövre, ob du das nun privat irgendwie deckeln kannst oder nicht. Du musst Leute heben, du musst hier dieses und jenes machen. Warum lassen wir den Leuten nicht frei, wenn sie sagen, ich möchte das und möchte in diese Richtung gehen? Warum schaffen wir diese Möglichkeiten nicht? Weil die Expertise haben wir doch. Und natürlich klar, das wäre jetzt nichts, was ein Fachkräftemangel in der Langzeitpflege irgendwie verändern würde, weiß ich auch. Aber es verändert vielleicht, dass die Leute dann nicht sagen, nee, dann gehe ich ganz raus. Das Interesse ist in diesen Fachbereichen. Ja. Du kannst halt keine Mauer bauen. Das ist halt keine DDR, ne? Selbst da sind sie alle abgehauen, ne? Also nach, wo die Möglichkeiten waren. Und du kannst es in der Pflege nicht. Du kannst diesen Leuten Angebote machen und denen das schmackhaft machen. Pass auf, du arbeitest gerne da drin. Wir haben Alternativen für dich, ne? Oder, wie es jetzt momentan läuft, wer nicht mehr kann, wer geistig da nicht mehr zu in der Lage ist oder körperlich, der geht. Ja, entweder ins Dauerkrank. Wir haben unheimlich viele Kollegen, die seit Jahren teilweise krankgeschrieben sind, psychisch am Ende sind, ja, weil die entweder haben sie die Möglichkeit, sie gehen auf Station, machen sich da weiter kaputt oder gehen sonst wohin, ja. Irgendwo freie Wirtschaft. Viele sind ja auch in die Pharma zum Beispiel gegangen. Pharmaberater haben wir ganz, ganz viele dazu gekriegt.
Warum muss ich das Wissen an jemanden verlieren, der die Leute, der das Geld hat, die Leute auszubilden? Ja, warum kann ich die nicht in meinem Beruf behalten? Ja, dafür sind die einmal ausgebildet worden. Deswegen ist die Attraktivität muss da sein. Ich muss mehr Möglichkeiten bieten, ich muss Alternativen bieten. Und da ist natürlich auch die Politik gefragt. Ne? Und wenn ich da sehe, alle halbe Jahr mal wird da so ein Wasser auf heiße Steine gekippt und dann gesagt, oh, wir haben jetzt die Welt neu erfunden. Das ist keine Lösung. Das ist Augenwischerei. Ja? Und da muss man wirklich dran. Der Lauterbach, er hat die Möglichkeiten gehabt. Das kann man ihm nicht sagen. Er kann nicht sagen, nö, habe ich nicht. Ja, alle haben zu ihm gesagt, du musst was ändern seit Amtsantritt. Und es ist wieder Nüsse passiert. Schön finde ich dann aber den Spahn, der vorher nichts gemacht hat, der jetzt aber über die Politik lästert. Finde ich total klasse. Er hat selber nichts auf die Kette gekriegt und lästert jetzt über seinen neuen Kollegen, dass er nichts auf die Kette. Das sind, tun die sich beide nichts. Er hat doch sein Schlusswort noch gegeben. Sie müssen sich zusammenschließen. Sie haben jede Macht der Welt. Super, das hast du am Ende deiner Laufbahn. Super, danke. Hätten wir also tun müssen. Gut, jetzt wissen wir es. Nee, aber was du gerade sagtest mit der Mauer bauen, das ist ja etwas, um mal was von vorhin aufzugreifen, was ja immer noch auch sehr viel gestreut wird in Richtung generalistischer Ausbildung. Letzten Endes, warum haben wir diese völlig bekloppten Spezialisierungsideen? Man könne doch auch mit einer Dreijahresausbildung jetzt noch immer Altenpflege machen, dann wäre man halt für immer in der Altenpflege. Auch hier wieder ein kleiner Einschub. Die Zusammenlegung der drei Berufe Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zur Pflegefachkraft, zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau in einer dreijährigen Ausbildung steht seit 2020, seit sie begonnen hat, erstmalig unter Beschuss. Verschiedene Verbände, Privatpersonen, Initiativen fordern immer wieder die Abschaffung dieser Ausbildung und die Rückkehr zu den ursprünglichen drei Ausbildungsberufen in Deutschland. Aufgrund dieser großen Proteste gibt es bis heute die Möglichkeit, neben der sogenannten generalistischen Pflegefachkraft eine Spezialisierung als Altenpflegerin bzw. Kinderkrankenpflegerin zu machen. Der Nachteil ist dann, dass diese Berufe international nicht anerkannt sind, wie es vorher auch schon war. Also warum sollten das Leute tun? Das kommt doch von, wir wissen, was für Gruppen das kommt, damit man diese Mauer weiter hält. Ne, diese Leute haben nur das gelernt und die dürfen jetzt nur in der Langzeitpflege arbeiten und da bleiben sie, bis sie körperlich völlig auf sind, in Frührente gehen oder was auch immer. Hauptsache, ich gebe den Leuten keine Möglichkeiten. Und die müssen ja die Möglichkeiten auch gar nicht ergreifen. Allein schon, wenn ich in einen Beruf gehe als 19, 20, 21-Jähriger oder no? Wenn ich da reingehe und ich weiß, ich könnte in den nächsten 40 Jahren mich in die Richtung entwickeln, hier entwickeln, das entwickeln, ich könnte in eine leitende Tätigkeit gehen, in eine beratende Tätigkeit, in eine schulende Tätigkeit, dann ist mir doch schon viel geschenkt. Ob ich das nun mache, sei dahingestellt. Aber das, so wird doch ein Beruf interessant, wenn ich weiß, ich werde jetzt 40 Jahre lang jeden Morgen an diesen 6 Betten stehen und Leute körperpflegerisch versorgen, dann sagt doch keiner, geil, den Job möchte ich haben. Nee, vor allem, weil es ja auch, es wird ja auch so repräsentiert. Das ist ja das Schlimme. Ne? Du hast, wenn du auf die Straße gehst, du fragst jemanden, was macht eine Pflegekraft? Steckbecken, sag ich jetzt mal, ne, so Popo abwischen, im Grunde ein bisschen den Leuten hin und her schubsen, ein paar Verbände machen. Mehr nicht. Ja, das ist ja das, was repräsentiert. Händchen halten. Ne? Klar, das gehört auch mit dazu. Aber der Rattenschwanz ist doch viel länger. Allein das, was du in der Ausbildung lernst, diese ganze Pharmakologie etc., das ist ja, das geht ja nicht verloren, das brauchst du ja tagtäglich. Ne? Und ja, da wie du schon sagst, du kommst in den Job rein, ja, Aussicht 40 Jahre, wenn du Glück hast, steigst du vielleicht eine Position höher auf, dann darfst du mal ein bisschen mit dem Finger wedeln und das war's. Ne? Aber alleine diese Vorstellung, ja, pass auf, ich bin jetzt 10 Jahre in der Pflege und wenn ich nicht mehr kann, was ja durchaus realistisch ist, ne, weil es geht auf die Knochen, dann habe ich aber die Option,
bis zur Rente gegebenenfalls in einen Beraterjob oder so zu gehen, am Schreibtisch und dort gegebenenfalls mit körperlichen Einschränkungen weiterzuarbeiten. Aber es wird Wert darauf gelegt, dass ich hier bleibe in meinem Beruf, dass mein Wissen, das ich mir aneigne über diese 10 Jahre, nicht verloren geht, sondern dass ich das an die nächste Generation, an die nächsten Patientengruppen oder was auch immer weitergebe. Oder irgendwo mit meinem Wissen in Osnabrück sitze beim DNQP und da gegebenenfalls mitarbeite und Dinge für die Zukunft umsetze. Ne? Dafür habe ich diesen Job gelernt, dafür habe ich diese Berufserfahrung, dafür habe ich mich weitergebildet. Ne? Und das sind ja, die meisten Leute sagen ja, sie gehen nicht mit lachendem Gesicht, weil der Job so schlecht ist, sondern sie gehen mit einem lachenden Gesicht, um einfach mal was Neues zu sehen, um Alternativen, um sich nicht mehr ausgenutzt zu fühlen. Ja? Wie wir das haben mit den ganzen Leuten, die aus anderen Ländern hierher kommen, das ist so schade. Du hast hier so Leute, die sind studierte Nurses in, was weiß ich wo, Philippinen, Mexiko, keine Ahnung was. Die kommen hierher und alle wundern sich. Wir haben keine Willkommenskultur mit den Menschen und dann regen wir uns auch auf, dass die nicht den ganzen Tag waschen wollen. Ja. Ja. Und ich habe fast 40, würde ich auch nicht wollen. Also bei mir sind fast 40% Leute, die aus zig verschiedenen Ländern kommen. Wir haben aus Afrika, Russland, überall. Teilweise 3-jährig examinierte, voll ausgebildete Kräfte, die jetzt auf die Anerkennung hier in Deutschland warten. Teilweise 2 bis 3 Jahre. Ja? Warum? Und denen soll ich dann LG1, LG2 mitbringen, die können mir Operationen teilweise erklären, aber mit allem drum und dran, die hat in Russland als OP-Helferin gearbeitet, die kann selbstständig einen Blinddarm entfernen und der soll ich jetzt beibringen, dass sie wie eine Spritze funktioniert? Das ist teilweise so lächerlich, ne? Ich kann verstehen, dass diese Anerkennungen gemacht werden müssen, ja, aber die sind teilweise aus manchen Ländern so gut schon ausgebildet, da muss man nur ein paar Feinheiten vom deutschen System erklären und dann fluppt das auch, ne? Und die sitzen dann da in der Prüfung und schlafen ein, ja, weil kennen sie schon, ja? Und Deutschland ist kein Traumziel mehr. Das müssen wir uns einfach mal mittlerweile bewusst machen. Es ist einer der dümmsten Länder, um hier überhaupt reinzukommen. Ja, also es ist unheimlich schwierig auf legalem Wege sowieso. Ja, bis zu diese ganzen Anträge. Kaum ein Deutscher kann einen Finanzplan irgendwie vom Finanzamt verstehen. Ja, und die müssen teilweise Papiere ausfüllen. Dann haben die mir die hingelegt vom Dezernat, was weiß ich, 34 oder wie das heißt. Da frage ich mich, wer soll das ausfüllen können? Das kann ich als Deutscher nicht mehr ausfüllen, ja. Und die sollen dann da diese ganzen Klamotten dann ranbringen und ausfüllen und sämtliche Fragen beantworten. Und wehe, du machst irgendwo ein falsches Kreuz. Das ist wieder so typisch Deutschland. Ein falsches Kreuz und das Ganze dauert nochmal 3 Monate länger, ne? Weil dann irgendwie wieder was falsch läuft und dann muss das wieder berichtigt werden. Oh. Du darfst ja auch nichts per E-Mail schicken. Das ist ja auch geil. In ganz Deutschland kannst du alle Sachen mit E-Mail einschicken, außer an den Ämtern. Da musst du alles per Post reinschicken. Weil sonst dürfen die das nicht ein. Ich weiß nicht warum. Die lesen die dann ein und dann wird das weitergeschickt. Bei unserem, ich werde jetzt mal den Namen vorsichtshalber nicht sagen, bevor die mich gar nicht mehr bearbeiten. Da dauern teilweise Anträge 9 Monate. Bildungscheck. Und alles nur per Post. Die haben eine beschissene Poststelle. Da geht ständig was verloren. Ich habe von 10 Bildungschecks sind irgendwie die Hälfte der Papiere weg gewesen. Ja, nichts mehr auffindbar. Und so läuft das auch in den Ämtern, die das alles beglaubigen müssen, dass dann irgendwann mal einer hier arbeiten darf. Ne? Du reichst es rein, es geht verloren, es ist falsch, dann ist irgendwas nicht ausgefüllt, wie die das gerne hätten und oh. Ich möchte, wenn ich nicht in Deutschland geboren worden wäre, ich wäre hier nicht hingezogen, sage ich ganz ehrlich. Also alleine aus diesem Papierkrieg, das kennen die in anderen Ländern nicht, ja, und in anderen Ländern läuft es aber lustigerweise auch irgendwie. Und
Ja, es läuft ja nicht überall alles besser als in Deutschland. Aber ja, wir müssen uns ja, wenn wir sagen, wir wollen Leute aus anderen Ländern holen, dann können wir nicht sagen, aber die müssen das alles jetzt zu unseren Bedingungen machen und wir sehen uns jetzt als der Nabel der Welt. Und wir sind sicher in vielen Bereichen, sind wir ganz toll fortschrittlich. Klar. Aber die Pflege gehört halt nicht zu den Bereichen, wo es so fortschrittlich ist, sondern nur, wo wahnsinnig viel Geld reinläuft. Also allgemein in die Gesundheitsversorgung, da läuft irre viel Geld rein, aber die Qualität ist low. Ja, das versickert auch irgendwie. Ne? Also das Geld, das kommt nicht da an, wo es halt soll. Das ist halt so eine Geschichte, die habe ich in den letzten Jahren auch blöderweise immer mal häufiger kennengelernt, dass halt auch in Pflegebetrieben nicht ordentlich die Mitarbeiter immer, dass das nicht immer alles da so ganz ankommt, wo es hingehört. Dieser Corona-Bonus, ja, wo dann Leute darum kämpfen müssen. Es wurde an den Betrieb der Corona-Bonus ausgezahlt, aber die Mitarbeiter haben den nicht gekriegt. Das haben nur die Leute gekriegt, die danach gefragt haben. Und das, da muss doch schon, da läuft doch schon was schief. Ja, und das Geld landet ja nicht bei uns. Es ist ja nicht so, dass wir, nur um das mal kurz zu sagen, dass wir Dozierenden jetzt irgendwie ein Heidengeld verdienen. Wir verdienen sicherlich ein gutes Geld, ja, gar keine Frage. Aber guck das mal, was ein Motivationstrainer verdient mit derselben Stundenzahl. Also da sind wir beim Zehntel. Und irgendwo muss das Geld ja sein. Also es landet nicht in der Pflege, selbst wenn wir jetzt endlich mal besser bezahlt werden. Also jetzt für die Pflegekräfte. Ne? Also selbst wenn die jetzt besser bezahlt werden, ist es nicht so, dass da jetzt so ein Monsteranteil liegt. Auch wenn natürlich, klar, die LangzeitpflegeanbieterInnen und die auch die Pflegedienste und alle, die haben natürlich auch jetzt irgendwie zu knausen, weil das Kosten sind, die nicht gedeckt sind oder nicht komplett gedeckt sind. Aber es hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt in einem hochdotierten Beruf plötzlich alle arbeiten, sondern letzten Endes, das ist Inflation und die Nichterhöhung der letzten Jahre beziehungsweise die Nichtanerkennung unserer Arbeit, ne, und des Wertes unserer Arbeit. Also insofern. Die Frage ist ja auch, wir haben ja jetzt den Mindestlohn für die Pflegeberufe und sowas und das läuft ja auch alles jetzt über diese ganzen, hier sag mal, über diese Verträge und so. Das ist ja nur ein Mindestsatz. Ja, das ist ja das, was viele nicht verstehen. Das ist ja gar nicht das, was der Mensch verdient für seine Arbeit, sondern das ist der Mindestsatz, den er bekommen muss. Das ist ja auch das, wo viele auch vor den Fortbildungen zurückschrecken. Wenn man jetzt sagen würde, pass mal auf, für die und die Fortbildung bekommst du ein höheres Gehalt in dem und dem Rahmen. Ne, das ist das Basisgehalt, das würdest du dann bekommen, wenn du, was weiß ich, Praxisanleiter wirst. Ne? Du kriegst zusätzlich, weil du für deine Aufgaben mehr Zeit benötigst, mehr dich selber belesen musst, eventuell Bücher kaufen musst und so, bekommst du einen entsprechenden Satz, um das zu honorieren. Aber sowas gibt's ja gar nicht. Es gibt einzelne Häuser, die sowas machen, die das dann auch so kommunizieren, ne, die dann sagen, pass auf, du machst die Ausbildung hier, du hast so und so viele Leute unter deiner Kontrolle dann hier, die kontrolliert werden müssen, wir zahlen dir, was weiß ich, 200 Euro mehr im Monat. Das ist für einen Pflegebetrieb nicht unmöglich. Das kann man machen. Ja, finde ich auch eine gute Gegenleistung. Und es gibt genauso, gibt mindestens das Dreifache, die sagen, wieso? Wir haben doch schon die Ausbildung finanziert, die sollen jetzt mal zusehen, dass die für uns schackern. Und das demotiviert unheimlich. Ja, dazu sagen, pass auf, du musst dich jetzt mehr anstrengen für das gleiche Geld, weil wir dir ein Zertifikat besorgt haben, was du lernen musstest. Das ist keine Motivation. Ja, und du hast ja einige Bereiche, wo die ArbeitgeberInnen ja gar nicht dran vorbeikommen. Ne? Also sowas eben, was du gerade sagtest, wie Praxisanleitung, ne? Oder auch jetzt eben, wenn du an die Wunden denkst, zur Abrechnungsfähigkeit, ne? Oder Abrechenbarkeit überhaupt, da musst du jetzt Leute fortbilden. Und letzten Endes, wenn ich mich bereit erkläre, das zu machen, kann es ja nicht sein, dass ich denn dafür jetzt irgendwie eine größere Gegenleistung geben müsste, als ich arbeite hier und ich sorge dafür, dass du das Geld verdienst, lieber Arbeitgeber. Also das mehr kann da nicht kommen. Und da haben wir ja dann immer noch das große Problem, dass eben sowas wie diese ganzen Schmerzfortbildungen oder auch Palliative Care außerhalb von SAPV ja nichts ist, wo jemand zwingend zu verpflichtet ist. Na, das kann man machen, das ist nice to have, aber es steht im Expertenstandard als Kann-Regelung nur bei instabilen chronischen Schmerzen. Das haben zwar viele Menschen, aber es ist immer noch, sollte hinzugezogen werden. Das ist ja nichts, wo jetzt irgendwer mal sagt, das musst du. Ja, sollte, ne?
hätte, konnte, wollte. Also insofern ist es auch nichts, wo jetzt irgendwer verpflichtet ist. Und das ist auch immer was ich so schade finde, dass deswegen denn viele Leute, die an sich Interesse hätten, einfach abgeschreckt werden, weil sie es dann selber bezahlen müssen oder ewig darum kämpfen müssen, sowas mal zu bekommen. Genau, und denen einfach dann auch Steine in den Weg gelegt werden. Und das ist auch was, ihr habt jetzt ja auch endlich eine Pflegekammer, oder? War ich doch richtig? Ne? Ja, wir haben jetzt eine, ja. Ein letzter Einschub. Die Pflegekammern. Die Verkammerung der Pflege ist eine der heißesten Diskussionen, die es in der Pflege, glaube ich, gibt. Pflegekammern werden in Bundesländern gegründet. In Rheinland-Pfalz existiert schon seit vielen Jahren eine. In Bayern gibt es eine Vereinigung der beruflich Pflegenden, die ähnliche Aufgaben wie eine Pflegekammer erfüllt. Für viele ist ein Argument gegen die Verkammerung der Pflege, dass Beiträge fällig werden könnten. Ein Vorteil der Pflegekammern ist womöglich, dass sie in politischen Gremien ein Mitspracherecht haben und eine eigene Fortbildungsverordnung, ein eigenes Berufsbild beschließen können. Aber ich will jetzt gar nicht über die Pflegekammer groß diskutieren. Aber was eben auch so eine Sache ist, dass da denn ganz viele halt argumentieren, ja, Pflegekammer, scheiße, die überprüfen, dass ich mich fortbilde. Was ja an sich eine Sache ist, die ja völlig pflegekammerunabhängig schon immer so sein sollte. Es gibt eine Fortbildungspflicht, die steht deutschlandweit schon immer. Da steht bloß jetzt nicht in jedem Bundesland ein genauer Rahmen drin. Also wir haben in Hamburg 23 Punkte jährlich. Die werden zwar quasi nie überprüft, aber die stehen mit drin und die musst du eigentlich machen. Und dass bei vielen jetzt so das Erwachen kommt, oh Gott, ich muss mich ja fortbilden. Und die Pflegekammer sagt sogar, ich muss das, egal was mein Arbeitgeber sagt. Das ist bei vielen dann so eine Schockgeschichte, obwohl ich denke, die meisten Leute ja davon auch zehren würden, wenn das eben ein Standard ist. Man bildet sich fort. Na, wir bieten das standardmäßig an und wir erwarten, dass die Leute auch diese Fortbildung, die wir denen im Idealfall kostenfrei anbieten zur Arbeitszeit, dass die auch besuchen. Wenn wir sowas hätten, dann wäre ja viel gewonnen und dann würden wir auch, glaube ich, viel von dieser ganzen Diskussion würde gar nicht so aufpoppen, wie es das jetzt gerade tut. Ja, es ist bei der Pflegekammer ist natürlich nochmal schwierig, weil diese politische Position natürlich jetzt mit dabei ist. Ne? Du hast das Problem, irgendwo soll es ja eine Vertretung sein, wie es ja auch in den anderen Kammern üblich ist, aber das ist noch nicht wirklich repräsentativ gewesen. Und solange das nicht mal nach außen auch präsentiert wird, was macht denn jetzt wirklich die Kammer, wo ist sie denn für tätig und so, glaube ich, können sich das viele auch nicht so vorstellen. Ich bin jetzt momentan auch noch kein Riesenfreund, weil ich warte auch tatsächlich mal darauf, dass die jetzt auch hier tätig werden und dann auch wirklich mal präsentieren, wofür sie zuständig sind. Deswegen, ich halte mich da auch noch so ein bisschen bedeckt, das Ganze. Wie gesagt, die Begeisterung hält sich noch ein bisschen in Grenzen, aber ich lasse mich gerne für eines Besseren belehren, na, wenn die jetzt wirklich zeigen, pass mal auf, mit uns läuft das, wir decken euch politisch den Rücken, ja, dafür müsst ihr aber auch ein paar Sachen erfüllen. Das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Das ist kein Problem. Da, glaube ich, kann man, wenn ich das entsprechende Gegenstück dafür bekomme und die vertreten mich gegenüber den aktuellen Parteien und sagen dann auch mal bei Dingen, die scheiße laufen oder die geplant sind und die nicht umsetzbar sind, dass die auch wirklich ein Veto einlegen und sagen, pass mal auf, das ist schön, dass ihr euch das vorstellt. Das mag politisch cool sein, aber das wird in der Pflege nicht kommen. Das können wir gar nicht umsetzen. Und dass die da auch mal dann wirklich mal so einen Riegel vorschieben. Und das ist das, was mal repräsentiert werden muss, damit auch mehr Leute da auch wirklich mal Vertrauen auch bekommen. Also es muss Vertrauen aufgebaut werden, die Leute müssen ins Gespräch kommen, es muss Einladungen auch mal geben, dass man zeigt, das sind jetzt hier, das ist die Pflegekammer, das sind unsere Aufgaben, wir wollen euch nicht kontrollieren. Das ist ja das, was momentan kommuniziert wird. Ja. Neben den MDK noch eine neue Prüfeinheit dabei, das war klar, dass da keiner von begeistert ist. Ich bin ja auch noch nicht so von begeistert, auch mit den Vorgaben, was da in Fortbildung technisch kommen wird oder was angekündigt ist, bin ich auch noch nicht so ganz begeistert. Ich warte aber auch hier erstmal ab. Deswegen, also nur weil ich denke, es ist schlecht, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch wirklich so ist. Ne? Wir schauen mal. Also im schlimmsten Fall wird es halt wieder abgesetzt. Ne? Also da braucht auch niemand im Nachhinein kommen und sagen, wir brauchen eine Kammer oder so, ne? Weil dann hat sich das Thema auch erstmal wieder für ein paar Jahrzehnte erledigt. Ne? Oder es kommt also einfach auf eine eigene Idee.
Ja, was ich halt einfach, was ich halt, also ich finde vieles daran gut, ich bin da ein absoluter Verfechter, aber was ich vor allen Dingen wichtig finde, und das passt gut zu dem Thema, ist, dass die Kammer eine Möglichkeit hat, dass Pflegekräfte ihre eigene Fortbildungsordnung schreiben. Und dass die einzige Alternative dann dazu ist, irgendein Bundesland kommt auf die Idee, hey, ich glaube, wir gucken mal, ob wir eine schreiben. Und das macht kaum ein Bundesland. Was haben wir denn für Fort- und Weiterbildung, die irgendwo standardisiert sind? Kann ich dir sagen, fast gar nichts. Jeder backt sein eigenes Brot. Vollkatastrophe. Nee, also du hast fast überall eine Intensiv- und oder eine Anästhesie. So, die ist überall ähnlich zumindest. Und es gibt zumindest den Namen in jedem Bundesland. Aber das war's auch. Weißt du, und wir haben so viele Bereiche und eben jetzt auch denn mit den erweiterten Kompetenzen eventuell oder eben sowas wie die neue Pain Nurse und so. Das wären doch alles Sachen, die sollte man doch irgendwo auch in eine Verordnung, in ein Gesetz tüten und sagen, so, wir Pflegekräfte wissen, was wichtig ist. Und wir sagen, das ist hier eine Fortbildungsmöglichkeit, die muss standardisiert für unser Bundesland und im nächsten Schritt für ganz Deutschland gelten, weil das können doch nur wir. In der Deutschen Krankenhausgesellschaft, was sitzen denn da für Leute? Da sitzen ja nicht die ganzen Pflegeverbände. Also Vorstände irgendwie. Genau, und wer soll es sonst bestimmen? Ja. Genau, und wir machen doch diese Fortbildung, du doch auch, wir unterrichten das, wir wissen, was die Leute brauchen und worauf sie Bock haben und was sie was bringt. Und dann ist es doch das Sinnvollste, wenn wir auch entscheiden, was eine gute Fortbildung ist und das nicht irgendwer anders entscheidet und schon gar nicht der BPA. Also, deswegen, das finde ich eine gute Sache. Ob man das nun als Pflegekammer macht oder wie in Bayern als VDPB oder sowas, darüber kann man diskutieren. Aber irgendwie muss es etwas geben, wo wir Pflegekräfte selber sagen, so möchten wir fortgebildet werden und wo wir auch sagen können, hier Gesetzgeber, hier wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechtes, wir sagen, wir brauchen diese Fortbildungspflicht, setzt es bitte um, dass jetzt die ArbeitgeberInnen dazu verpflichtet sind, auch die Leute freizustellen, den Teil der Kosten zu tragen oder wie auch immer. Na, und das funktioniert nur über irgendeine Institution. Das funktioniert nicht, weil das Pflegebündnis Rhein-Main-Neckar sagt, stellen uns mit 20 Leuten vor die Klinik. Da passiert nichts. Nee. Na, das ist einfach keine Alternative. Und das ist halt, das ist ja das, was viele Schüler halt auch berichten bei mir. LG1, LG2 in NRW, kein Problem. Geh aber mal ins Saarland rüber, ja, sind wir ja direkt an der Ecke, wird nie anerkannt. Gehst du nach Hessen, hast du das nächste Problem, ja. Da wird's vielleicht anerkannt, da wird aber nur ein Teil anerkannt, ja. Gehst du in den Osten, da ist auch alles nur LG1 anerkannt, ja. Berlin hat LG2 jetzt tatsächlich nochmal mit dabei. Aber du packst die am Schädel, ja. Das Geile ist, das rauszufinden, was für wen zuständig ist oder was du wo machen darfst. Dann rufst du die Krankenkassen an und sagst, pass mal auf, ihr seid für die Anerkennung zuständig. Ich brauche für das und das, das Bundesland brauche ich jetzt die Anerkennung, wofür, was, wie wir ausbilden müssen. Selbst die Krankenkassen und die Pflegekassen kennen sich damit nicht aus. Du kriegst keine Informationen. Du musst in jedes Bundesland, musst du rein telefonieren, auf gut Glück. Ja, irgendwie hoffen, dass du jemanden erreichst, der dir sagen kann, das ist bei uns anerkannt oder nicht. Ja, und wenn es ganz schlimm kommt, musst du die Gesetzgeber der einzelnen Bundesländer nochmal rauskramen und dann kannst du dich über 300, 400 Seiten freuen, die du alle durchblättern darfst. Und dann, wenn alles fertig ist, dann hast du rausgefunden, nee, ist nicht anerkannt, darfst du nie ausbilden für das Land. Dann denkst du dir, top, super, den ganzen Tag für ein scheiß Bundesland, ja. Es ist, also das ist auch gerade, das ist so eine Hürde gewesen, wo ich den Betrieb aufgemacht habe, ne? Erstmal rauszufinden, wo darf ich denn mit diesen Zertifikaten überhaupt arbeiten? Und nur weil es irgendwo anerkannt ist, heißt das noch nicht, dass du das ausbilden darfst, sondern dann hast du noch so Sonderformen wie in Bayern, das darf nur der und der machen. Palliativcare in, wo war es, Baden-Württemberg oder so, muss ganz speziell zertifiziert sein, ansonsten darfst du es nicht ausbilden. Es ist ein Horror, ne? Und jedes Bundesland hat sein eigenes Süppchen. Und das ändert sich auch irgendwie nicht. Und da wäre jetzt die Pflegekammer gefragt, ne, so wie du gerade sagst, pass mal auf, wir brauchen deutschlandweit die und die Sachen, die müssen jetzt einfach mal festgelegt werden, da müsst ihr mal dran arbeiten und da in Kommunikation zu gehen. Das ist ja das, was die Pflegekammer ja darstellen soll auch. Ne? Eine Kommunikation direkt an die entsprechenden Startstellen mit Tipps, wie können wir was verbessern, ne? Wie können wir Einheitlichkeit auch schaffen und nicht dieser Nudelsalat, Kartoffelsalat, alles zusammengekippt und jeder
kocht sein Süppchen und irgendwie sieht es hinterher nicht gut aus. Ja, ich denke auch. Und das muss man jetzt gar nicht immer unbedingt an dieser Pflegekammer dran festmachen. Mir würde auch jede andere Institution, wird mir auch reichen. Ja, lieber Tim, ich danke dir für diesen sehr, sehr langen, super interessanten Talk. Ja, lieber Nils, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und jetzt kann ich dir ja nochmal was sagen, was ich noch nie gesagt habe. Und zwar wusstest du, dass du einer der Auslöser bist, dass es überhaupt die Facebook-Seite gab? Na, ehrlich? Ja, tatsächlich. Und zwar bin ich ja auch schon ganz lange in der Gruppe hier, wir sind die Pflege und so. Und bevor ich überhaupt diese Seite gestartet habe, war ich ganz begeistert von Berichten. Und zwar von deinen. Ganz klar. Und deswegen, als du das erste Mal da warst bei uns, habe ich gesagt, da komm mal der Herr Wommelsdorf. Und da hast du gesagt, kennen wir uns? Und ich habe gesagt, nein, aber ich kenne deine Texte. Und du bist tatsächlich einer von denen, die den Anschwung gegeben hat, überhaupt hier das Ganze auf die Beine mitzustellen. Und deswegen ist es nicht nur eine besondere Ehre überhaupt am Podcast, sondern überhaupt mal mit dir ins Gespräch zu kommen, weil du schon eine gewisse Vorbildfunktion bei uns eingenommen hast. Wie gesagt, deine Berichte lese ich unheimlich gerne und nur damit du mal Bescheid weißt, ne, dass du irgendwo mithantierst, ohne es zu wissen. Nein, du hast wirklich viel Ansporn gegeben und bitte weiter auch so in der Zukunft. Bitte. Super gerne. Ich glaube, wir sind beide Workaholics und ich glaube, wenn wir beide nichts um die Finger haben, wir müssen irgendwas tun, oder? Definitiv, ansonsten fühle ich mich auch nicht wohl. Ja, sehr schön. Und es kommt ja auch viel mehr. Wir haben ja auch, glaube ich, noch genug in Petto und genug in der Hinterhand, was wir werden immer mit irgendwelchen Projekten sicher dabei. Auf jeden Fall. Ja, super. Und ich freut mich sehr zu hören. Also ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank dir. Und ich denke wirklich, also wir können ja mal schauen. Vielleicht machen wir sowas mal wieder. Also ich bin auf jeden Fall dem gar nicht abgeneigt. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Und dann hören wir wieder von. Ja, gerne. Es war nett. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Schmerz, der Podcast. Ist eine Produktion von mir, Nils Wommelsdorf. Die Musik ist komponiert und eingespielt von Heiko Wommelsdorf, das Margot McCaffrey-Zitat im Intro eingesprochen von Katrin Wommelsdorf. Ihr findet Schmerz, der Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Reihe abonniert, einen Kommentar schreibt und sie weiterempfehlt. Wir hören uns.